Heute reisen wir ins alte Japan, kämpfen gegen Aliens und verkloppen uns im Ring. Alles hier im Game Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Und ich freue mich wie immer, zwei fantastische Gäste an meiner Seite zu haben. Zuerst unseren Game Talk-Veteran, den lieben Gregor. Hallo, hallo, ich bin hier und darf wieder quatschen, das ist schön. Außerdem heute am Start der liebe Colin. Colin, wann warst du denn das letzte Mal im Game Talk? Ich freue mich richtig, dass du heute mit dabei bist. Es ist wirklich super lange her. Da war wieder mal so ein Moment, wo ich zufälligerweise gerade was gespielt hatte, was aktuell genug war, um im Game Talk behandelt zu werden. Warst du, glaube ich, auch dabei? Also, das kann sehr gut sein. Also ich weiß nicht mehr, was es war, aber es ist bestimmt ein Jahr her. Oh, ein Jahr erst? Ich hätte länger getippt. Vielleicht auch noch länger. Ja, und heute ist wieder so ein bisschen das große Glück, dass ich zufälligerweise mal die Zeit hatte und mir ein bisschen Ruhe nehmen konnte, Sachen zu spielen, die Game Talk relevant vielleicht sind. Und deswegen freue ich mich sehr über die Einladung. Wenn es klappt, ist es super. Nur wenn man leider nichts gespielt hat, ist das ja eine schlechte Grundvoraussetzung um euch da draußen und hier in der Runde irgendwas. Wir müssten Konami sagen, sie sollen einfach mal öfters Contra-Spiele rausbringen, dann haben wir dich hier häufig. Ja, Konami müsste man so viel sagen und das hätte man vor Jahren schon machen müssen. Aber ich schweife ab. Manchmal wird es auch wieder ein bisschen besser. Also ich meine, jetzt haben sie gerade ein neues Contra gemacht, da sprechen wir heute später noch drüber, das ist nämlich eins deiner Themen und ich weiß, dass du dieser Serie sehr verbunden bist. Wir beide haben ja schon vor 20 Jahren das erste Mal irgendwo zusammen gearbeitet. Und ich weiß, dass damals schon hieß, ah, der Gäbel, der ist so ein Contra-Fan und sowas. Und kann ja alle Contras mit einer Hand wegspielen. Ich weiß gar nicht, was damals okay, so aktuell halt war. So Shattered Soldier Contras war gerade aktuell. Ne? Ja. Das hatte ich noch für den alten Arbeitgeber getestet, für die Maniac damals. Und dann kam der Switch zu dem Verlag, wo wir dann beide gearbeitet haben. Ja. Und das war gerade so ein Transition-Titel. Und ich weiß noch, wie ich mit dem Kollege André Steinert, liebe Grüße gehen raus, wie wir nach Feierabend ewig lang an diesem S-Ranking im Koop gearbeitet haben von Shattered Soldier. Das hat vielleicht diesen Ruf manifestiert, aber dass ich es kann und gut war, das ist natürlich. Das war noch ein richtig guter Teil damals, oder? Shattered Soldier war. Tut mir leid, ja, leider, du wirst wissen, ich habe jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit habe, über Shattered Soldier zu reden, dann werde ich das Lob preisen, weil es ein herausragender Contra-Teil ist. Für mich mit Contra 4. Und Super Protector und ja, von mir aus auch noch Hardcore. Auf jeden Fall so die Speerspitze der Contra-Serie. Aber hey, reden wir nachher drüber. Ja, genau. Kommen wir nachher in unserem Contra-Blog noch zu. Vorher haben wir ein Thema, ist ein Spiel, was später diesen Monat für die PlayStation 5 exklusiv erscheinen wird, nämlich Rise of the Ronin. Ein Spiel, wo ich mich persönlich so ein bisschen schwer tue, noch in der Einschätzung, weil ich das Gefühl habe, so die Kommunikation, das geht jetzt alles so gerade los und es gibt viel Infomaterial jetzt mittlerweile dazu, aber so ein bisschen lag das einige Monate so im Schatten. Und du, Colin, hattest jetzt die Gelegenheit, eine Version davon zu spielen und gerade ist das Preview-Embargo gefallen. Das heißt, du darfst ein bisschen Eindrücke aus den ersten knapp 2 Stunden hier uns weitergeben. Wir dürfen das noch nicht bebildern mit Material, was wir selber aus dem Spiel aufgenommen haben. Ich habe aber ein bisschen Trailer an die Regie gegeben, die jetzt gerade aktuell sind. Da können wir den ersten, glaube ich, einfach zur Bebilderung mal mitlaufen lassen. Das ist so ein allgemeiner Trailer. Und du, Colin, erzählst uns gerne mal, was für ein Spiel haben wir hier vor uns? Ja, also erstmal haben wir formal gesehen natürlich das neue Spiel von Team Ninja vor uns, die ja sich mit vor langer, langer Zeit mit Ninja Gaiden, aber in der jüngeren Zeit natürlich mit der Nioh-Serie und auch mit Wulong einen Namen gemacht haben, so ein bisschen als heißester Souls-like-Konkurrent. Jetzt Rise of the Ronin ist jetzt so gefühlt wirklich so das größte Projekt seit längerer Zeit, weil sie halt diese sehr schlauchige Souls-like-Formel von Nioh und auch Wulong, soweit ich es gespielt habe, verlassen und sagen, okay, wir widmen uns jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen inspiriert durch Elden Ring und diverse andere Spiele mal einem Open-World-Konzept. Und versuchen einerseits so unsere Trademarks, Klingenkampf in Japan und gleichzeitig eben die Notwendigkeiten und die Möglichkeiten einer Open-World zu einem neuen großen Ansatz zu verschmelzen. Und das sehen wir hier eben auch, Rise of the Ronin. Wir sind als Ronin unterwegs, Mitte so im 19. Jahrhundert. Japan ist gerade in einem historischen Umbruch. Das Land, was lange im Shogunat in der Verschlossenheit der Außenwelt gelebt hat, hat sich so ein wenig geöffnet dem Westen. US-amerikanische Kriegsschiffe liegen vor dem Hafen. Innerhalb von Japan gibt es viele, viele Machtgruppen, die so ein bisschen um die Vorherrschaft kämpfen und ihre Interessen versuchen durchzuboxen. Und das ist tatsächlich ein ganz spannendes Setting für dieses Open-World-Setting. Weil eben, bei mir ist es zumindest häufig so, bei Nioh hat mich so das Historische, wo das gerade spielt und wer um welche Vorherrschaft kämpft. Ich bin da kein Experte für die japanische Geschichte und die Mythologie, aber es hat mich nie so wahnsinnig interessiert. Und hier hat man das Gefühl, dass
gut, das ist jetzt weniger Realismus, was wir gerade gesehen haben, dass aber dieser historische Background in dem Spiel tatsächlich auch zum Tragen kommt. Dadurch, dass wir westliche Einflüsse sehen, teilweise in der Waffentechnologie, dass wir Leuten begegnen, die verfeindet sind. Auf den ersten Blick würde man denken, ja, das eine sind Banditen und wir sind die Guten. Aber nee, wir sind halt ein Ronin, wir sind so ein herrenloser Samurai, ich glaube, das trifft es eher. Und versuchen in dieser Welt so ein bisschen klarzukommen und haben diese Möglichkeiten, diese Welt sehr, sehr geil zu erkunden. So, das habe ich schon viel gesehen, gesagt. Ich sehe hier auch Dinge, die man in den ersten Stunden auf jeden Fall noch nicht sieht. Denn das ist so das Wichtige. Es ist ein Open-World-Spiel. Mhm. Wie laufen denn so die Kämpfe ab? Also sind das so Souls-Kämpfe? Ist das sehr anspruchsvoll? Ich könnte mir jetzt hier aus dem Trailer noch so einiges ableiten, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Aber du hast ja wahrscheinlich schon ein paar Kämpfe geschlagen im Spiel jetzt, ja, ne? Also prinzipiell habe ich sofort das Gefühl gehabt, auch nach dem wirklich nicht so geilen Tutorial-Einstieg, der ist so ein bisschen oldschoolig und ein bisschen clumsy und sehr schlauchig, sage ich mal. Da denkst du schon, ah ja, das ist so ein bisschen so, wie wir Nioh irgendwie kennen. Wir haben quasi zwei Grundattacken. Mhm. Wir haben dieses Key-System, also was so ein bisschen dem Ausdauersystem der Souls-Spiele entspricht. Je mehr Attacken man macht, desto mehr wird dieser Balken, der sich von alleine regeneriert, wieder aufgefüllt. Aber es gibt hier auch eine Konterfunktion, die so ein bisschen wiederum erinnert dann an natürlich an Sekiro. Mhm. Ohne allerdings aus meiner Spielerfahrung so der ersten Stunden so komplex und so anspruchsvoll zu sein. Also wenn man halt im rechten Moment quasi einen Konterfunken, so heißt es in dem Spiel, aktiviert, also im letzten Moment die Attacke pariert, dann kann man sozusagen den Gegner in so ein bisschen zum Wackeln, in so einen Panikmodus langsam, aber sicher versetzen und hat dann bessere Chancen, ihm ordentlich mitzugehen. Mhm. Und das Ganze ist so eine Mischung eben aus, ja, ein bisschen Sekiro, ein bisschen Souls-like, ohne bisher so knifflig zu sein. Also vom Schwierigkeitsgrad finde ich schon, es ist deutlich, deutlich einfacher. Mhm. Und gleichzeitig aber auch flexibler, weil es eben durch diese Open World, das ist nicht einfach nur so dahergequatscht. Du hast verschiedene Ansätze, dann auch den Konflikten zu begegnen. Mhm. In Nioh war es ja dann oftmals so, du gehst vorwärts, hast dann einen super krassen Encounter und musst einfach gucken, wie du damit klarkommst mit der Kampfsituation. Und hier ist es halt oftmals so, dass sich meinetwegen Banditen in irgendwelchen Städten verschanzt haben. Und du kannst dir dann eben überlegen, gehe ich übers Dach, gehe ich stealthy vor, versuche ich aus der sicheren Entfernung, auch das kennt man von Nioh, mit dem Kopfschuss, mit einem Gewehr, den schon mal wegzucountern, schleiche ich durchs hohe Gras, versuche möglichst unbemerkt zu sein. Also du hast deutlich mehr Möglichkeiten, so einen Kampf zu beginnen oder eben auch teilweise zu ignorieren, weil du sagst, ich konzentriere mich nur auf den Boss. Und das ist, glaube ich, für Team Ninja und eben die Nioh-Formel hat schon eine große Innovation. Wir haben noch so eine Vignette zum Thema Kampf auch vorbereitet. Die können wir im Hintergrund hier vielleicht jetzt einfach mal laufen lassen. Du hast es eben schon mal gesagt, dass wir grundsätzlich ja hier in einem realistischen Setting auch unterwegs sind. Also das Japan zur damaligen Zeit, was sich dem Westen eher öffnet. Wir haben aber gleichermaßen jetzt eben auch schon gesehen, dass es auch zum Beispiel Gegner gibt, die offensichtlich eher Monster sind. Also es sind keine menschlichen Gegner. Wie hat sich das jetzt in deiner Spielzeit so dargestellt? Hattest du da auch schon viele so übernatürliche Elemente oder Monster auch konkret, was zum Beispiel Nioh sehr geprägt hat, also diese sehr abgedrehten Monster, die es da teilweise gab? Oder ist das schon ein Spiel, wo du sagen würdest, das ist vorrangig ein realistisches Spiel tatsächlich, was auch die Figuren und Charaktere und Ereignisse angeht? Also bisher, von dem, was ich gespielt habe, bin ich tatsächlich noch keinem in Anführungsstrichen übernatürlichen Gegner begegnet. Mhm. Ich bin nur Humanoiden und Hunden begegnet, die sich vom Schwierigkeitsgrad so unterscheiden, dass sie halt verschiedene Klassen haben. Und teilweise einen Kampfstil haben, der vielleicht nicht so deinem Kampfstil entspricht. Da muss man so mal ein bisschen wechseln und ein bisschen flexibel rangehen. Aber bisher waren es nur Humanoide. Und das scheint auch so ein bisschen der Schwerpunktansatz zu sein. Aber es wird sich sicherlich, so hat man es ja im Trailer gesehen, je nachdem, wie sich die Story weiter öffnet, entsprechend auch ein bisschen mehr Varianz geben. Weil die Frage habe ich mir halt auch gestellt. Diese super fantasiereichen Kreaturen von Nioh und Co. sind natürlich auch ein Reiz. Wenn man nur gegen Humanoide kämpft, dann muss es wahrscheinlich auch kampftechnisch sehr, sehr raffiniert sein. Aber bisher kann ich dazu tatsächlich nicht viel sagen. Mhm. Aber wir sehen eben hier auch schon sehr, sehr viele von diesen Möglichkeiten. Gerade zum Beispiel diesen Gleiter. Ne? Dieses Open-World-Thema ist eben nicht nur im Kampf wichtig, sondern man hat sich da natürlich inspirieren lassen von vielen, vielen anderen Spielen. Man ist mit dem Pferd unterwegs, wenn man möchte, auf Knopfdruck, kannst abspringen. Man hat die Möglichkeit, mit so einem Hanggleiter von hochgelegenen Punkten runter zu gleiten.
Man hat die Möglichkeit, mit diesem Grappling-Hook, den wir hier sehen, einerseits im Kampf zu arbeiten, um zum Beispiel Gegner ranzuziehen oder Explosionsfässer zu schleudern. Man kann an bestimmten Punkten im Spiel, das geht also nicht überall, aber auch mit dem Greifhaken höher gelegener Dächer oder sonstige Vorsprünge erreichen. Und das hat für mich tatsächlich auch in dem Spielverlauf in den ersten Stunden ganz gut funktioniert, weil ich mich erinnert habe, wie in so einem klassischen Zelda, ach, ich war vorhin hier oben auf dieser Höhe und habe gedacht, wie komme ich denn da unten hin? Wie komme ich da hin? Da scheint doch noch Loot zu sein. Mhm. Irgendwann später kriegst du halt die Fähigkeit, weil du sie selber ausstattest. Auch da vielleicht noch kurz dazu gesagt, das hat halt auch so ein Skilltree, in dem man zwischen Kampfskills, aber auch Fertigkeiten oder Zusatzfunktionen für Gleiter und Co. ausrüsten kann und für den Grappling Hook, um damit einerseits eben im Kampf, aber auch in der Welt immer mehr Möglichkeiten haben zu erkunden. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, dass ich sagte, ach so, jetzt komme ich ja mit dem Gleiter von oben hin und habe mir irgendeinen Punkt gesucht und bin dann dahin geglitten. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Open-World-Spielen erstmal kein Innovations-Oscar wert. Mhm. Aber für ein Spiel von Team Ninja, die sich ja so auf Kampf und schlauchartige Levels bisher fokussiert hatten, ist das schon ein großer Step nach vorne. Und mir hat es durchaus Spaß gemacht, da die Welt so zu erkunden. Danke dir. Wir können ja noch mal den letzten Trailer auch eben noch laufen lassen zur Bebilderung, wo du jetzt schon die Welt beschreibst und diesen Schritt, den sie hier gemacht haben, zu einer offeneren Welt. Wie haben sie das denn so technisch oder gestalterisch hinbekommen? Weil ich finde, was ich jetzt bisher gesehen habe, auch in den Videos, die hier eben liefen, das ist so ein bisschen wechselhaft. Das sieht teilweise sehr schön aus, Sachen, die natürlich auch inszeniert sind, einfach für einen Trailer. Und dann in 1-gegen-1 Kampfsituationen habe ich gedacht, ah, schon so, nicht so top-notch unbedingt technisch. Und wie nimmst du das wahr, zum Beispiel auch im Vergleich mit dem Ghost of Tsushima oder so, was ja ein Spiel ist, was originär noch von der PS4-Generation stammt, wo ich aber das Gefühl habe, dass sah jetzt damals auch nicht schlechter aus als das, was wir jetzt bei Rise of the Ronin haben, oder? Also ich würde so weit gehen und schon sagen, Rise of the Ronin, auch wenn diese sehr schönen inszenierten Trailer hier gerade durchaus ein authentisches Bild geben, ist jetzt erstmal per se keine Schönheit. Mhm. Also das, was ich bisher gesehen habe, ist sehr, 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 ich sag mal, flexibel von der Qualität. Vielleicht hätte man da noch keine Ahnung, wie viele Mannstunden noch reinstecken müssen, um wirklich überall so richtig zu polischen. Aber teilweise sieht es auch einfach richtig rückständig aus. Ist gar keine Frage. Mhm. Es sieht grundsätzlich schon schön aus. Es läuft auch flüssig, wenn man sich für den Frame-Rate-Modus, also ich spreche von der Preview-Version, deswegen, da kann sich immer noch einiges ändern und gepatcht werden. Aber es ist per se jetzt erstmal wirklich keine Schönheit. Es ist kein Effektgewitter. Das muss man sagen. Aber die Welt ist auf jeden Fall abwechslungsreich, ne? Also, weil es gibt diese Großstädte, wir haben eben so Yokohama gesehen, diese Hafenstadt, in der so das Westliche und auch die Architektur sich schon so eingezogen hat. Dann gibt es da natürlich auch irgendwelche entlegenen Tempel und irgendwelche Hütten und viel Natur und Reisfelder und weiß der Teufel was. Mhm. Und das ist alles ganz schön miteinander verwoben. Es ist noch nicht die Welt los in der Open World. Das muss man schon so sagen. Also wahnsinnig viele Interaktionsmöglichkeiten oder du kannst mit jedem NPC sprechen. Das ist schon, ist viel Kulisse dabei. Ja. Was nicht zwingend schlimm sein muss, weil manchen ist es ja auch dann einfach zu viel. Und man freut sich eigentlich, wenn man so konkrete Aufgaben hat, die man so abarbeiten muss oder kann, wenn man möchte. Und du hast nicht gleich einen totalen Overkill an Möglichkeiten. Mhm. Dann vielleicht noch mal ein kleines Fazit von dir jetzt so nach deiner Zeit, die du mit dem Spiel bisher hattest. Es erscheint ja schon in knapp 2 Wochen. Da werden wir sicherlich hier zum Release auch noch mal aufgreifen und ein finales Statement abgeben. Aber würdest du es jetzt weiterspielen, so nach der Preview-Zeit, die du damit hattest? Würde ich tatsächlich. Und das ist irgendwie, hat mich selber, gebe ich ehrlich zu, ein bisschen überrascht. Wie gesagt, der Einstieg, der ist einfach nicht besonders gut gelungen. Das Tutorial und das Reingeworfen werden in die Welt. Mhm. Und vielleicht auch so die erste Stunde in der Open World. Aber wenn es langsam so ein bisschen Klick macht und du die Möglichkeiten, die du selber hast, deinen Charakter zu entwickeln, damit die Welt zu erkunden, ein Gefühl für das Kampfsystem bekommst. Mir hat es Spaß gemacht. Und tatsächlich auch dieses Gefühl, okay, wie ist dieser historische Background und die Story, wie ist das verwoben miteinander? Also was passiert da überhaupt? Wo geht die Reise hin? Das ist halt alles nicht so ganz eindeutig und klar, also mir zumindest nicht. Und diese Summe der Sachen hat mich wirklich so bei der Stange gehalten. Also ich habe wirklich Bock, das weiterzuspielen. Cool. Habe ich am Anfang nicht gedacht, weil es ist nicht perfekt. Es ist teilweise ein bisschen clumsy. Man merkt, die haben nicht die Möglichkeiten wie andere Riesenstudios oder so. Aber es ist ein tolles Wagnis vielleicht. Und bisher, muss ich sagen, macht es mir Spaß. Und das ist jetzt das Letzte wirklich dazu. Den Schwierigkeitsgrad, der ist
bisher überhaupt nicht vergleichbar mit einem Nioh und Co. Also wer sagt, ey, mir ist das alles zu hart, ich habe keine Lust auf diese Frustmomente und immer wieder ausprobieren. Einerseits durch das Open-World-Konzept, aber auch durch die Kämpfe per se, ist das nicht vergleichbar, sondern ist schon deutlich, ich sag jetzt mal, massenmarktorientierter, als es vielleicht Souls-Spiele sind. Wow. Ich höre gerade sehr gespannt zu. Also es ist alles interessant. Ich habe mich im Vorfeld ja recht ausführlich mit den Inhalten beschäftigt, weil ich auch ein bisschen gepodcastet habe zu dem Spiel. Aber jetzt mal in Natura zu hören, was die Eindrücke sind, da müssen wir uns nachher mal in Ruhe austauschen. Weil ich habe bisher inhaltlich noch nicht allzu viel gesehen, nur kurz den Anfang mal angemacht. Und ich bin sehr gespannt darauf, weil ich dann eben so viel im Kopf mir schon vorgestellt habe, wie das Game ist, dass es hoffentlich dem auch entspricht dann. Mhm. Ich bin gespannt. Also wir werden es natürlich bei uns auch noch mal im Let's Play, glaube ich, nächste Woche haben wir es aktuell geplant. Wenn jetzt nicht die Hölle zufriert, dann werden wir dem auch noch mal ein bisschen Zeit widmen und dann könnt ihr selber schauen, wie es denn in Natura sich dann spielt. Wer spielt es da? Bist du dabei? Ich werde dabei sein. Walle und ich sind aktuell geplant. Nice, sehr schön. Ja, dann guckt nächste Woche rein im Rise of the Ronin mit Colin und Walle. Wir springen mal weiter zum nächsten Thema. Das ist eine ganz andere Art von Spiel, die, glaube ich, hier an dem Tisch. Möchte jetzt nicht zu nahe treten, Colin, aber du bist nicht der größte Wrestling-Fan, oder? Nein, aber ich weiß ja, dass ihr Körpergröße meinst du, ne? Soll ich das Studio verlassen so auf Nein, du darfst Gründen nicht, der gerne hier bleiben, wenn du dich nicht abfällig über Wrestling äußerst. Überhaupt nicht. Im Kontext dieser Besprechung. Denn Gregor und ich sind ja große Fans. Wir besuchen ja regelmäßig auch Wrestling-Events. Wir haben auch Tag Team Moves vorbereitet, wenn du dich negativ äußerst. Ne? Das stimmt. Deswegen bist du hier eigentlich heute eingeladen. Es soll eine kleine Überraschung für dich werden. Ein Spaß beiseite. Ich habe im WWE 2K24 gespielt. Das letzte Woche erschienen. Wir können hier mal den Launch-Trailer so ein bisschen zur Einstimmung mitlaufen lassen. Die WWE 2K-Reihe hat ja eine relativ bewegte jüngere Vergangenheit. Die wurde ja ganz viele Jahre lang von Yuke's entwickelt, einem japanischen Studio, die das aber leider irgendwie nicht immer besser gemacht haben, sondern es gab echt einen starken Abfall so in den 10er Jahren und die Spiele waren teilweise echt dann irgendwann mau, was in komischen Auswüchsen zu einer ganz verheerend schlechten Switch-Version irgendwann mal geführt hat und dann haben die dieses Geschäftsverhältnis aufgelöst zwischen Yuke's und 2K. Es gab auch mal eine Verschiebung des Veröffentlichungsrhythmuses und deswegen kriegen wir jetzt diese WWE-Spiele mittlerweile immer im Frühjahr, was glaube ich gar nicht so dumm ist, weil dann können sie mal ein bisschen diesen WrestleMania-Hype mitreiten. Das ist ja so die größte Veranstaltung der WWE und die findet immer so vom Wechsel auf März, vom März auf April statt. Ich habe das Gefühl, Gregor möchte gerne schon was einwerfen. Ja, ich versuche drüber nachzudenken, was war das ganz Schreckliche von 2K? War das 2K20 oder so, wo sie dann die Reste von den Yuke's-Programmen dann aufgenommen haben und dann war das so verbuggt, dass sie ein Jahr lang Pause gemacht und das Spiel gar nicht rausgebracht haben? Ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber im Grunde alles so vor 5, 6, 4 Jahren, okay. Das waren wirklich keine guten Spiele und mittlerweile Visual Concepts hat das dann übernommen, ein Studio von 2K, was sich sehr auf Sportspiele versteht und mittlerweile haben die das richtig rund gemacht. Also ich habe das installiert, habe da mal reingeschaut und habe wirklich gedacht, okay, ich komme da schnell rein, weil die Spiele haben natürlich auch extrem viel rumexperimentiert damit von wegen, wie setzt man so ein Spiel um, dass man der Komplexität gerecht wird, dass man da wirklich viele Möglichkeiten hat, aber auch so, dass es für Einsteiger spielbar ist. Ja, es ist eh was Spezielles bei Wrestling-Spielen, also die sind, wenn du die als so Fighting-Games nimmst, ultra komplex eigentlich, weil die so eine Varianz bieten an den Moves, die man machen kann. Das ist das einzige Spiel, was innerhalb eines Spieles so tut, als ob echt ist, während es in der echten Welt andersrum ist. Ja, genau. Wenn es das richtige Wrestling abbilden würde, wäre es eigentlich eher ein timing-basiertes Strategiespiel, ne, wie man dann solche Matches dann aufbauen kann. Und ich bin auch ganz angetan in den letzten Jahren. 24 habe ich jetzt noch nicht spielen können, aber will ich mir mal bei Gelegenheit da mal anschauen. Ich fand 23, also vom letzten Jahr, war schon ganz gut umgesetzt gewesen. Ich habe immer so ein kleines Problem, weil sie jedes Mal dann so an Gameplay-Schrauben drehen. Ja. Hauptsache, um das Gefühl zu geben, wir haben was Neues gemacht, es lohnt sich wieder, ein neues Spiel zu kaufen. Das Kontern geht immer wieder ein bisschen anders und jetzt musst du andere Knöpfe drücken, um in die Moves reinzugehen. Ich brauche immer so Aufwärmzeit. Ja, es gab wirklich viele Sachen, die dann auch zu komplex waren zwischenzeitlich in manchen Iterationen, wo du dann Griffe oder Schläge mit unterschiedlichen Tasten blocken musstest und kontern musstest und sowas. Das haben sie relativ vereinfacht. Es funktioniert jetzt ganz gut. Was einem sofort auffällt im Spiel, ist die schiere Masse an Content. Ich habe noch mal ein zweites Video selber aufgenommen und mitgebracht. Das können wir einfach hier im Hintergrund laufen lassen. Das Erste, was man sieht, es dauert wirklich unglaublich lange, durch dieses Roster zu scrollen. Also mittlerweile kann man das wirklich eher in dreistelligen Dimensionen beschreiben.
schreiben, liegt aber, das muss ich zur Einschränkung sagen, auch daran, ich hatte zum Test die größte Version dieses Spiels zur Verfügung, weil wie das 2K auch gerne macht und gerade auch die WWE-Spiele, es gibt dieses Spiel in ganz vielen verschiedenen Ausführungen, was letztlich dazu da ist, dass man euch quasi die teuerste Version irgendwie abschwatzen möchte, wo du dann natürlich auch wirklich extrem viel Content einfach drin hast. Also das ist immer noch der gleiche Durchlauf an Leuten. Jetzt sind wir dann damit durch. Das sind quasi alle Leute, die da jetzt gerade drinne sind und das ist eine ganze Menge. Teilweise aber auch, bei 23 waren es aber auch enorme Preisunterschiede. Ich glaube, diese ganz große Edition war bei, was, 120, 130 Euro? Das ist, glaube ich, jetzt noch genauso diese teuerste Version. Und dieses Jahr haben wir das Jubiläum von WrestleMania, es steht WrestleMania 40 an und es gibt so einen Showcase-Modus, in dem kann man aus 40 Jahren WrestleMania bekannte Matches nachspielen. Das ist tatsächlich sehr schön gemacht, weil sie, wir haben ja zum Beispiel WrestleMania 3, dann bestimmte Sachen, die man im Kampf macht, damit wirft den Macho Man in die Seile und dann schaltet es wieder um. Oder hier haben wir auch einen Kampf von WrestleMania 3 Hulk Hogan gegen Andre the Giant. Hier könnt ihr schon mal hundertprozentig authentisch aus. Die sind okay gemacht. Das passt schon alles, wenn man es so aus der Ferne betrachtet. Aus der Nähe, naja, es geht schon klar, aber das ist nicht ganz die Realität, die hier abgebildet wird. Bewegungen sind schon mal ein bisschen besser, finde ich. Ja. Ich hoffe, dass uns das Video nicht weggeclaimed wird, jetzt wo die WrestleMania-Szenen zu sehen waren. Das ist mir bei 23 passiert, als ich gestreamt habe. Trotz des Sicherheitsmodus, sobald die Originalclips kamen, Video weltweit gesperrt. Also eventuell seht ihr diesen Game Talk nicht. Dann schneiden wir das natürlich für euch raus. Dann tun wir einfach so, als hätte dieser Blog eben gar nicht stattgefunden. Wir haben jetzt hier was aus dem aktuellen Roster. Da sehen wir noch mal Cody Rhodes gegen The Rock. Und ich habe ja auch noch mal ein paar Kampfszenen aneinander geschnitten, wo man sieht, ich hatte in der Vergangenheit oft auch das Problem, dass es so ein bisschen hampelig gewirkt hat und die Leute manchmal so dann so nebeneinander standen und irgendwie so in die Luft geschlagen haben. Das ist alles etwas besser geworden und funktioniert auch etwas flüssiger. Ich habe übrigens gedacht, Gregor, dass das Spiel das schon berücksichtigt in den Aufnahmen, weil zum Beispiel hier, das habe ich auch gecaptured, das Spiel hat automatisch die Musik dann rausgenommen aus den Videos. Das heißt, man hört die Themes dieser Wrestler hier nicht. Und hier sehen wir eins der Matches, was wir vielleicht in Zukunft auch in der Realität noch mal sehen könnten, nämlich den Rückkehrer The Rock gegen Cody Rhodes. Und das ist der Guido Kanz. der ist in der Super Special Edition hier drin. Ja, dieser Streamer-Modus war bei 23 nicht besonders verlässlich. Der hat einfach die Musik ausgemacht, also hoffen wir da mal aufs Beste. Lustig übrigens, wenn wir hier schon Cody Rhodes sehen, wenn wir ein paar Jahre zurückgegangen wären, da drüben habe ich mit ihm gesessen und Interviews gemacht, hier, als der zur WWE-Tour gekommen ist. Meine surrealste Erinnerung ist immer noch, wie Cody Rhodes mit Arno Heinisch da drüben steht und Smalltalk betreibt. Geil. Aber ich muss gerade mal sagen, ich bin ein stiller Beobachter und habe natürlich so Wrestling-Spiele über die Generation auch immer mal gesehen. Mhm. Ich bin gerade relativ angetan, wirklich, von den gesamten Animations. Ja, also es ist sehr gut, es macht Spaß, man findet da schnell rein. Ich kann das empfehlen, wenn man Wrestling mag. Ansonsten, man muss natürlich für sich selber entscheiden, wie viel Geld möchte man in so eine Version investieren. Muss es da unbedingt die teuerste sein? Wartet man vielleicht ein bisschen, bis das Spiel reduziert erhältlich ist? Also natürlich kostet das viel, wenn man alles haben will. Aber es ist tatsächlich für mich somit das beste Wrestling-Spiel, was ich überhaupt bisher gespielt habe. Auch die Wertungen generell weltweit sind erstaunlich gut. Also die waren in den letzten Jahren, wurden die schon immer besser. Und jetzt, also hier ist ihnen wirklich viel gelungen und mir hat das viel Spaß gemacht. Jetzt sehen wir, glaube ich, ja, habe ich gedacht, ich hätte The Rock jetzt besiegt, habe ich noch nicht, aber da kommen wir gleich zu. Also das ist schon cool. Es gibt natürlich auch alles an Modi, was ihr so spielen wollt. Es gibt diesen WrestleMania Showcase-Modus, habe ich schon beschrieben. Es gibt diesen General Manager-Modus, es gibt einen Karrieremodus und natürlich auch alle die Kampfvarianten von Royal Rumble über Tag Team bis hin zu, was es da sonst eben alles noch so gibt in der WWE. Management-Ding fand ich auch ganz spaßig, muss ich sagen, beim letzten Spiel. Also ich probiere immer gerne solche Modi aus. Was war das? Here Comes the Pain auf der PS2, müsste das auch gehabt haben, aber ich weiß gar nicht mehr, bei 8 Milliarden Wrestling-Spielen. Ja, ich bin in den letzten Jahren immer mehr angetan, wie die Spiele dann sind. Nur, ich brauche eben wirklich immer diese Aufwärmphase zwischendurch. Und ich hatte im letzten Jahr eigentlich auch relativ viel Spaß mit AEW Fight Forever, dem Konkurrenzprodukt, was aber wesentlich simpler ist, auch von der Präsentation. Und das Gameplay ist dann so ein bisschen Arcade-mäßiger aufgebaut. So ein bisschen die andere Seite der Medaille. Wenn man das irgendwie günstig kriegen kann, ist für so Oldschool-N64-Wrestling-Fans auch durchaus zu empfehlen. Das hier ist natürlich das wesentlich umfangreichere Paket und die sind nicht durchpolierter. Auch offen gesagt, ist es das bessere Spiel tatsächlich. Also ich bin da gar nicht mit so einer großen Begeisterung reingegangen. Die ist aber dann so entstanden beim Spielen. Wir haben wirklich einen guten Mittelweg getroffen zwischen Zugänglichkeit und du kannst auch viel machen. Also mir taugt das sehr, wenn man Wrestling mag, dann ist es eine coole neue Auflage. Und ja, einmal nur die Laienfrage tatsächlich stellen. Ist es denn
Weil ihr seid beide super tief drin, wenn man das wirklich sagt, ey, ich bin überhaupt nicht drin in dem Thema, aber ich habe einfach mal Bock auf ein Kampfspiel, was nicht Tekken oder Street Fighter meinetwegen heißt. Ist es dann wirklich, wo man sagt, nee, das ist so speziell die Welt und wie die Kämpfe ablaufen, so als ich nörde mich mal in so einen Wettbewerb rein, ohne genau zu wissen, was der Background ist oder was der Reiz ist, so einfach im Sinne von Button-Mashing ist das falsche Wort. Aber funktioniert es oder ist es für solche Leute? Also du musst natürlich dann schon, es ist eine ganz andere Art von Spielen. Ne? Ja. Du läufst ja nicht auf einer, wie bei Tekken oder Street Fighter, auf so einer 2D-Ebene im Grunde rum, sondern du bewegst dich frei da durch diesen Ring. Du musst viel mehr damit arbeiten, von wegen Leute werden schwächer, die haben dann keine Ausdauer mehr, die Kämpfe werden langsamer über die Zeit, du liegst länger auf dem Boden. Du hast dann verschiedene Systeme auch, die da im Hintergrund laufen, sowas von wegen, du hast jetzt einen Konter aufgeladen oder einen Signature-Move und wenn du so einen Signature-Move triffst, kannst du dann einen Finisher machen. Das sind alles so, das ist auch ein bisschen Ressourcenmanagement mit dabei und du musst dann überlegen, okay, kann ich jetzt, wenn ich jetzt gerade drücke und lieg am Boden, dann würde ich einmal noch ganz schnell wieder auf die Beine kommen, verbrauche aber diese Aktion dann, aber verhindere vielleicht, dass ich dann in dem Moment gepinnt werde, also so auf den Boden gedrückt und das entscheidet das ein Wrestling-Kampf, wenn das da bis drei gezählt wird. Da gehen viel mehr taktische Überlegungen mit rein und da muss man schon bereit sein, ein bisschen Zeit einfach zu investieren und zu verstehen, wie funktioniert das. Oder auch, es gibt dann schon im Detail kompliziertere Sachen, sowas von wegen, ich greife den Gegner, dann möchte ich sagen, hey, hebe den hoch und trage den irgendwie zum Beispiel durch den Ring, weil du ihn in, es gibt manche Modi, da ist es sinnvoll, jemanden aus dem Ring rauszuwerfen. Und dann kannst du über den rechten Analogstick sagen, ja, trag den in der Position irgendwie auf der Schulter oder trag den so vorn oder trag den in so einer Powerbomb-Position. Das sind Sachen in der Komplexitätsstufe, da würdest du dir wenig Gedanken drüber machen, wenn du gar keinen Bock oder keinen Zugang zu Wrestling hast. Also du musst da schon bereit sein, eine halbe Stunde, eine Stunde, zumindest die Steuerung zu lernen und die Abläufe zu verstehen. Du wirst schon abgeholt bei den Spielen, die haben ihre Tutorials, wo man sich das nach und nach drauf schaffen kann. Es ist eben für eine Zielgruppe gedacht, die in der Theorie sich jedes Jahr so ein Spiel kauft und immer, okay, wir kennen das schon, wie kann man es nochmal anders und neu und mehr machen? Die wollen natürlich immer mehr, 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 was ja auch verständlich ist. Man will ja auch diese Komplexität umsetzen. Wenn ich jetzt daran denke, mit meiner, eben wenn ich vergessen habe, nach einem Jahr wieder, wie die Steuerung funktioniert, Moment, Leiter aufstellen, wenn es jetzt so ein Leiter-Match ist, aber ich müsste den anderen Gegner vielleicht draußen irgendwie mit was beschäftigen, weil sonst kommt er und zieht mich von der Leiter runter. Da gehen solche Überlegungen dann irgendwann rein. Eventuell, falls du es mal probierst, Colin, das ist ja dann so, als ob man mal zu einer Wrestling-Veranstaltung hingeht und gar keinen Bezug dazu hast. Du kannst ja dann schauen, interessiert mich das? Ist das irgendwie so spannend inszeniert? Kann ich mich von der Emotion mitreißen lassen? Wrestling funktioniert ja auch für Leute beim Zuschauen dann auch komplett ohne dann Vorerfahrung. Das ist einfach, da muss man nur einfach irgendwie den Appetit mal dafür bekommen. Und wenn du dann Bock drauf hast, kann es natürlich durchaus passieren, dass du dich länger damit beschäftigst. Okay, aber nicht das klassische mein erstes Videospielerlebnis. Nee, aber ich gebe dir gerne einen kurzen Let's Play, eine Einführung in dieses Spiel und da können wir ein bisschen üben. Schauen wir mal, da reden wir dann, wenn die Kamera aus ist, drüber, ob wir dann einen Termin finden lassen. Ich schließe N64 an mit WCW und WO Revenge. Ich würde jetzt da an dem Punkt echt sagen, dass WWE macht mir mehr Spaß. Oh, da müsst, und das ist dann, ein Statement auf jeden Fall. Also bei dir, Fabian, das bedeutet, ich muss mit 24 mal ausführlich angucken, weil das ist das für mich beste Wrestling-Spiel. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Gamefights. Heute, welches ist das beste Wrestling-Spiel, Gregor, gegen Fabian? Ich finde, das sollen wir vielleicht mal für Home oder sowas machen. Dann machen wir irgendwie unsere Charaktere in, für so einen digitalen Rumble nach und kommentieren das dann. Das finde ich auch nicht schlecht. Der große, wie war das, Beans? Nee, nicht das, wo die 100 Beans gegeneinander angetreten sind. Das war Last Bean Standing? Last Bean Standing. Das kannst du auch mit so einem Beans Royal Rumble machen, wo wir alle dann als Figuren drin sind. Das ist ja natürlich, ja. Wenn jemand die Energie aufbringen mag, uns alle so schön nachzubauen. Gregor fängt an, schon mal die 100 Leute nachzubauen. Ja. Meine Haarphysik ist auf jeden Fall schon fertig. Das ist schön. Wunderbar. Okay, ich glaube, damit lassen wir es zum Thema WWE bewenden. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist ein Spiel, was für die Switch diesen Monat noch erscheinen wird, nämlich Princess Peach Showtime. Da gibt es jetzt eine Demo, die haben Gregor und ich gespielt für diese Folge, um mal zu gucken, was ist das eigentlich? Also wir wissen, das ist ein Sequel von einem alten DS-Spiel. Also da gab es schon mal Super Princess Peach. Ist das wirklich als Sequel deklariert? Habe ich jetzt einfach behauptet, habe während ich das gesagt habe, schon gedacht, das ist vielleicht auch Quatsch. Hast du kritischen Gregor schon gesehen? Ich korrigiere das einfach in der Form. Vielleicht habe ich was verpasst, das kannst du ja sagen. Es ist nach Super Princess Peach das neue Spiel, in dem Prinzessin Peach mal die Hauptrolle übernimmt und es war mir lange Zeit so ein bisschen unklar, was ist das eigentlich spielerisch für ein Spiel, weil das auch nicht so ganz klar wurde aus dem Material. Jetzt wissen wir das besser, aber ich finde, Gregor darf jetzt mal ein bisschen erzählen, was seine Eindrücke aus der Demo sind. Wir beide haben die ja gespielt. Ja, Nintendo macht die Demos. Sorry, da können wir auch das Video laufen lassen. Das ist ein längeres, neues Video, wo auch das Spiel noch mehr erklärt wird. Kannst du auch gerne, Gregor, dann, wenn du da Sachen erkennst aus der Demo, die sind dann nicht drin, anhand dessen beschreiben. Zum Glück ist die Demo ein kleines bisschen umfangreicher als
als die für Mario vs. Donkey Kong, dass man zumindest mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten mal dran sitzen kann. Ich kann es dir noch nicht zu 1000% sagen nach der Demo, was exakt für ein Spiel das ist, weil mein Gefühl ist, dass sich das sehr anpassen wird, je nachdem, in welchem Bereich man kommt. Es ist dann so ausgelegt, wenn Prinzessin Peach dann festgehalten wird durch magische Kräfte im Theater und sie dann, wie war das, Sterne befreien muss, die dann in verschiedenen Theateraufführungen drin sind. Irgendwie auf jeden Fall bedeutet das, Peach verkleidet sich in verschiedenen Kostümen, kriegt ein neues Moveset und dann sind es so ein bisschen Jump'n'Run-mäßige Level, sagen wir es mal so, wo du durchgehst und nach dann so kleine Aufgaben bestellt bekommst, besiege diese 5 Gegner und dann kriegst du schon mal ein Sammelding, was du mitnehmen kannst. Jeder Level hatte so bestimmte Sammelelemente, mal war es besiege Gegner, mal war es mach ein Minigame, dekoriere eine Torte als Patissier und so weiter und das passt ja nicht. Ich bin immer noch, also ich muss drüber hinwegkommen, dass Prinzessin Peach einen sehr flachen Kopf ohne die Krone hat im Design, damit dann die ganzen anderen Kostüme draufpassen. Ich habe so einen leichten Vibe gespürt, auch wenn das Spiel ein bisschen anders gewesen ist von The Puppeteer, von Anno dazumal auf der PlayStation 3. Das war ja auch ein schönes, ja, puppentheatermäßig aufgebautes Sidescrolling-Jump'n'Run. Das war aber da auf der PS3 ein bisschen klassischer Jump'n'Run-mäßig aufgebaut mit dem Narrator. Hier ist es so eben, dass die Level bisher, die man in der Demo spielen konnte, das war einerseits dieses der Fecht-Level. Das Dornschloss hier. Genau, das Dornschloss plus einmal dass man in so einem Zuckerwunderland gewesen ist als Patissier, wo ich dann an Castle of Illusion ein klein wenig denken musste, aber dann war es dann doch nicht so aufwendig gemacht. Der Fechtabschnitt hatte mehr so Jump'n'Run-Elemente und ein bisschen so Fechtkombos, die man machen kann, inklusive nicht allzu schwere Bossgegner, die aufgebaut waren. Da waren so ganz leichte Kontermoves, die du schon mal üben kannst, was visuell ganz cool aussah, fand ich. Ja. Auch spielerisch hat sich eigentlich ganz nett angefühlt. Es war kein Ultra-Aufwand bisher, es war auch relativ kurz und ich hoffe mal, dass man in diese Fechtwelt wieder zurückkommen, weil diese 5 Minuten wären mir zu wenig gewesen mit diesem Gameplay-Element. Mhm. Aber eventuell ist es auch kurz und knackig, wenn man das dann weiter spielen kann. Und man sieht schon im Trailer hier, wenn ihr euch die Videofassung hier anguckt, anscheinend die ganzen Kostüme, die Peach sich anziehen kann, werden dann die Herausforderungen in den Leveln noch mal ein bisschen adaptieren und ändern. Und das kann ziemlich positiv fürs Spiel sein, weil die Abwechslung ist dann dementsprechend hoch. Das war nicht immer ganz nett, da reinzuschauen. Die Technik war mir im ersten Mal ein bisschen ruckelig, aber dann denke ich dran, es ist nur eine Switch. Viel mehr kriegst du da nicht raus und es sieht designtechnisch eigentlich ganz nett aus. Man muss so ein bisschen Spaß an dem Verkleiden und an dem bunten Kram wieder haben. Wieder typisch so Nintendo-mäßig, ein bisschen, du kommst ins Spiel rein, jetzt wieder eine lange Textbox und jetzt hältst du an und es erklärt dir ein bisschen wieder was. Ich hoffe, dass der Flow ein bisschen flüssiger ist, wenn man weiter ins Spiel reinkommt. Ich habe das Gefühl, das Spiel soll sich natürlich sehr an Einsteiger auch richten und die gut abholen, weil das, was du beschrieben hast, was man in den Leveln macht, ist auch immer relativ einfach umgesetzt von der Mechanik her. Also du hast eine Taste zum Springen und du hast eben eine Taste, um diese Funkelfähigkeit dann einzusetzen. Das ist dann eben in einem Level das Fechten und in dem anderen dieser Leckereien-Level, den du beschrieben hast, der ist ja eher so Minispiel-driven, genau, sodass man da Torten dekoriert und solche Sachen oder Sachen backt. Das ist dann immer so Timing-Sachen oder so ein bisschen kleine Geschicklichkeitsaufgaben und dass quasi immer das Kostüm einfach eine Variation der spielerischen Aufgabe so ein bisschen darstellt. Aber es ist schon alles wirklich relativ simpel so in der Demo gewesen. Es könnte, also wenn man, wir sehen hier diesen zusammengedampften Trailer, wo man über alle Kostüme mal ein bisschen was, so einen kleinen Eindruck bekommt. Es könnte sehr, so diese Jump'n'Run und Kampfelemente könnten das Bindeglied sein, aber es ist am Ende eine aufgeblähte Minigame-Sammlung. No, also so könnte ich mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Dann. Also ja, das hat natürlich schon so einen sehr negativen Vibe, wie du es sagst. Ja, es hört sich negativ an, aber das meine ich nicht so in der Richtung. Ich fand die Level schon okay. Ich habe auch länger gebraucht tatsächlich als die 5 Minuten. Ich glaube, dass man dahin zurückkehrt, weil da immer sowas wie To Be Continued am Ende der beiden Level stand. Ich hoffe, dass das ein bisschen anspruchsvoller wird, weil an sich finde ich die Inszenierung ganz cool. Ich finde auch die vielen Ideen, die da drin sind, ganz nett, dass es eben abwechslungsreich ist. Aber es sollte schon bisschen mehr Tiefe vielleicht noch erreichen als die Demo, die einfach brav ist, also im neutralsten Sinne jetzt so. Das tut niemandem weh, aber ich habe da auch nicht gedacht, wow, das ist ja eine ganz neue, super krasse Idee, die ich jetzt hier gerade sehe, die ich so noch nie in einem Spiel hatte. Im besten Fall wäre es so, wenn das, du wirst natürlich nicht diesen Anspruch dann haben können an die spielerische Tiefe oder so, wenn ich das Gefühl hätte, ich bin in einem anderen Retro-Game oder sowas drin. Ich sehe so der Anfang, so ein bisschen Ghouls and Ghosts und dann bin ich bei Sunset Riders, irgendwie, wenn sich das so anfühlt oder vielleicht mal ein Shoot'em'up zwischendurch drin, das wäre so der ideale Weg für mich. Wo ich weniger Bock drauf gehabt habe, als ich den Kuchenlevel da gemacht habe, zum Beispiel, oh, du hast die Kuchen nicht perfekt dekoriert und jetzt müsstest du den Level gefühlt wieder von vorne anfangen, weil du sonst alle Sammel-Items nicht bekommst. Das ist mir auch passiert tatsächlich.
No. Habe ich dann gedacht, ist okay. Hattest du das Gefühl, dass du nicht zu 100% abgeholt wirst, bevor die Minigames anfangen? Wie soll ich exakt diese Torte dekorieren? Jetzt geht's los und jetzt halt mal an und liest mal die Steuerung durch. Also da war so ein Bild in der Ecke, aber trotzdem musste ich dann erstmal raffen. Also mir war auch nicht. Ich habe die Erdbeerrolle nicht richtig dekoriert, weil ich nicht Bescheid wusste. Genau, man weiß dann nicht genau. Und dann irgendwann, wenn du das quasi so halbwegs imitiert hast, dann verwandelt sich das quasi so in diese fertige Torte. Dann das war nicht ganz zu Ende erklärt, da würde ich dir recht geben. Und dann habe ich auch, es gibt in jedem Level offensichtlich so 10 Kristalle, die man für bestimmte Aufgaben bekommt, da ist mir dann auch einer durch die Lappen gegangen. Habe ich dann nicht nochmal gemacht. Dann mache ich in der Vollversion vielleicht nochmal. Weil ich habe auch das Gefühl, du übernimmst den Fortschritt nicht aus der Demo. Ne? Es wird nirgends erwähnt. Ich bezweifle es. Es wäre kein Problem, das eigentlich, weil... Es ist schon der Anfang vom Spiel, ne? Genau, ich müsste eigentlich nicht gefühlt nochmal exakt die gleichen Level machen, aber konntest du das bei Mario vs. Donkey Kong machen? Den Fortschritt übernehmen? Der war zwar nicht allzu viel, bei Another Code ging das letztens, aber Another Code ging, stimmt. Mario vs. Donkey Kong auch nicht. Da waren das ja so random ein paar Level aus der ersten Welt einfach. Ich hoffe, das machen sie für die Paper Mario 2 Demo, wenn die mal kommen sollte. Oh, ja, das erwähnen wir später noch mal kurz. Da gibt es ja auch ein paar News zu. Ich glaube, Greg, wenn du nichts mehr hast zu Princess Peach Showtime, dann lassen wir uns mal überraschen und gucken da vielleicht noch mal rein, wenn es released wird, später im Monat. Und würde sagen, jetzt gönnen wir uns noch eine Kleinigkeit, bevor es in eine Pause geht. Wir schulden euch nämlich noch die Auflösung des Schwitzer des Monats aus dem Februar. Kollege Krogi hat das jetzt nachgeholt und präsentiert euch hier einmal, welcher Clip in dieser Kooperation mit Tietro Vogal diesen Monat gewonnen hat. Krogi, einmal ab, bitte. So, kurze Unterbrechung wieder mal für den Schwitzer des Monats. Und zwar gibt es natürlich noch eine Auflösung. Wer hat gewonnen? Ich sage es euch. Es war Bensen. Hier ist der Gewinnerclip. Ganz ehrlich, so lange habe ich auch gebraucht beim ersten Mal alleine spielen. Ach, länger. Du Maschine! Ich... Oh, komm schon! Ja, warum schmeißt du es so weg? Entschuldigung, Messe. Okay, die Messe ist, glaube ich, alle sind wach. Warum schmeißt du es so weg? Das war der Traum. Er schmeißt es weg. Es lag nur an dir. Selbstverständlich suchen wir auch weiterhin den Schwitzer des Monats. Das bedeutet, immer dann, wenn ihr interessante, schwitzige Momente in der Rocket Beans Welt seht, klippt es und markiert mich im Foren. Wir haben einen Foren-Thread, hier ist die Bauchbinde. Ballert da bitte alles rein, damit ich eine schöne Auswahl habe und euch dann bald wieder den Hydrofugal-Schwitzer des Monats präsentieren kann. Und jetzt geht es weiter mit dem Game Talk. Ich habe da als Trainer versagt. Ich spiele auch sehr häufig Schach und gehe jeden Tag danach mit Selbsthass ins Bett. Prioritäten stimmen da nicht. Ich sehe so viel anderen Quatsch machen. Damit sollten die Hoffnung schwinden. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was wir am Anfang schon mal kurz angerissen haben. Colin hat gesagt, er sei großer Fan gewesen von Contra 4, einem Spiel, was WayForward entwickelt hat. Ein Studio, was für qualitativ durchaus gute 2D-Spiele bekannt ist. Und eben dieses Studio durfte jetzt für Konami ein neues Contra-Spiel machen. Also ein neues, in Anführungszeichen. Contra Operation Galuga erscheint, wenn ihr den Game Talk zum Veröffentlichungstag schaut, direkt heute für alle Plattformen und ist ein Remake von Teil 1 des Spiels. Und Colin, wir beide haben das durchgespielt. Du darfst gerne mal so ein bisschen den Auftakt machen, was so dein Eindruck ist. Und wir können gerne auch mal das erste Video dazu schon laufen lassen, liebe Regie. Das ist nämlich noch mal quasi der Launch-Trailer.
Und Colin erzählt uns ein bisschen, was so seine Eindrücke sind, weil ich glaube, wir sind beide ja mit relativ hohen Erwartungen an dieses Spiel gegangen. Ja, also ich bin tatsächlich mit sehr hohen Erwartungen rangegangen, weil, das muss man historisch ja sagen, Konami hat nicht immer ein glückliches Händchen für die Traditionsmarken gehabt. Contra ist ein Musterbeispiel dafür, wie viel Schindluder man treiben kann, wie viel man selber kaputt machen kann, um es dann wieder aufzubauen. Contra 4 für den DS eben vom selben Entwickler ist ein Musterbeispiel. Das war ein exzellentes 2D-Spiel damals auf dem DS. Konami wiederum hat es damals nicht für nötig gehalten, dieses Spiel überhaupt auch nur in Europa offiziell zu veröffentlichen. Wo ich schon damals dachte, ich habe die US-Version gespielt, Leute, wo wollt ihr denn eigentlich hin mit der Marke? Mhm. Aber Contra ist halt immer noch so das Synonym für Run and Guns. Und jetzt eben machen besagte Contra-4-Macher Operation Galuga und versuchen, ja, den Erwartungen, die sicherlich von Fans wie mir da sind, einfach zu entsprechen. Und meine Erwartung, wie gesagt, war super hoch. Tolle Entwickler, die es gut können. Der Trailer sieht auch sehr, sehr vielversprechend grundsätzlich aus. Ich habe einfach erwartet, ein perfekt durchkomponiertes, perfekt gebalancedes Run and Gun zu bekommen mit allen Trademarks, die ich mag, mit geilen großen Gegnern, mit fantastischer Level-Dynamik und jeder Menge Spaß, so oldschool-wise, mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad. Ich habe vieles davon bekommen, aber eben nicht alles. War ein sehr schwammiges Intro, ich weiß. Aber du willst mir ja direkt mich hier in die... Nein, gar nicht. Die Kontraposition. Überhaupt nicht. Nein. Nee, also, was soll man sagen? Am Ende des Tages ist es halt... Und da ging es bei mir schon so ein bisschen los. Technisch gesehen ist es halt, ist es halt einfach schon mal kein Spektakel. Mhm. Es hatte halt so ein Retro-Polygon vor zwei Generationen Charme, ein bisschen 2D, 3D-mäßig, ein bisschen mit so einem Comic-Einfluss, der prinzipiell schon dazu passt, aber der auch leider nie beeindruckend ist. Ich glaube, es gibt im ganzen Spiel kaum Momente, wo man sagt so, aha, oder wow, das sieht aber irgendwie cooler aus. Da haben sie richtig aus dieser auch nicht innovativen Idee, aber doch einiges rausgeholt. Ja, das Problem ist ein bisschen, es gibt ja schon große Monster zum Beispiel oder auch Szenen, die dich visuell so ein bisschen beeindrucken sollen. Aber dadurch, dass der Look natürlich relativ simpel ist und das mit einfachen Mitteln gebaut ist, zündet das nicht so sehr. Also da geht dann viel verloren. Ich glaube, dass es offen gesagt ein bisschen damit zusammenhängt, dass dieses Spiel natürlich ein Multiplattform-Spiel ist. Dann soll es auch wieder auf der Switch laufen, was in der Summe jetzt dazu geführt hat, dass wir am Ende ein Spiel haben, was auf allen anderen Plattformen vielleicht nicht so toll aussieht, wie es könnte. Gleichzeitig auf der Switch aber immer noch wie Crap läuft, weil die Switch-Version ist sehr schlecht geworden tatsächlich. Das ist interessant, als ich die Demo gespielt habe auf der PS5, war ich tatsächlich sehr positiv vom Look angetan. Mhm. Also auch unter der Erwartungshaltung, ich weiß, dass Konami kein Triple oder Quadruple A da an Budget reinpacken wird zu WayForward, um das umzusetzen. Aber weil ich die Switch-Trailer vorgesehen habe, die eben so ruckelig und hässlich ausgesehen haben, gefühlt, ich habe mich fast schon so ein bisschen an den Look von Rogue Core erinnert gefühlt, was spielerisch kann man natürlich einiges von dem Spiel dann halten. Das war ein komplett anderer Ansatz, aber visuell war das ganz schwierig. Und dann war ich, als ich die PS5-Version gespielt habe, oh, hohe Auflösung, jetzt nicht die aufwendigsten Figuren, aber ich fand es da eigentlich ziemlich gut aus. So bin ich dann zurückgeblieben. Ich finde das auch okay. Es ist halt nicht aufwendig oder so, dann nichts Besonderes, aber es ist schon sauber und auf den anderen Systemen läuft es technisch auch gut. Und wir wollen das auch an dieser Stelle einmal kurz sagen. Wir bewerten natürlich immer das, was wir gespielt haben. Es gibt jetzt von Konami schon eine Ankündigung oder vom offiziellen Contra-Account von wegen, hey, es gibt nochmal ein Day-One-Patch für alle Plattform außer der Switch. Da dauert es ein bisschen länger, wahrscheinlich, weil die Probleme etwas gravierender sind. Will da auch gar nicht so viel drauf rumreiten, aber Texturen sind schlecht, die Framerate hält nicht mal die 30. Es ist grundsätzlich, das ist jetzt kein Switch-Problem, aber es ist nicht gut für ein Handheld geeignet, wenn ihr das so spielen wollt, weil die Figuren teilweise sehr klein werden auf einem kleinen Bildschirm. Also haltet euch lieber erstmal an die anderen Versionen, wenn ihr es dann spielen wollt und guckt mal, ob die Switch-Version vielleicht noch heil gepatcht wird. Wir können mal ein bisschen, ich habe noch ein längeres Video selber aufgenommen, was verschiedene Facetten des Spiels noch mal zeigt. Wir sehen hier zum Beispiel einmal, das finde ich ganz gut, es gibt natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade. Es gibt der Danger-Level, das ist einmal das Umschalten zwischen dem klassischen One-Hit-Kill und du hast mehrere Energiepunkte zur Auswahl, was ich ehrlich gesagt heute ein bisschen zeitgemäßer finde. Ich weiß nicht, wie hast du es gespielt, Colin, auch mit mehreren Trefferpunkten, ne? Definitiv, weil ich eben auch gespürt habe, aber erstmal weiter, bevor wir darüber reden. Ich glaube, was wir hier sehen, das ist natürlich so ein bisschen... Kannst du gerne beschreiben, was wir hier einmal hier sehen? Ja, also wir haben die Möglichkeiten wir verdienen Goldmünzen, auch nur im Story-Modus. Und mit diesem Story-Modus kann man in den Shop gehen.
und kann, und das ist ganz cool, eben wirklich Perks kaufen für das Spiel. Also zum Beispiel, du kannst immer zwei ausrüsten, so wie ich es verstanden habe, und kannst dann sagen, ich möchte zum Beispiel eine Energieleiste mehr haben oder ich möchte ein weiteres Leben haben oder ich möchte direkt immer mit einer einzusammelnden Extrawaffe starten. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Auch so ein Invincible Dash ist dabei. Also man kann dashen, das ist für Contra jetzt kein Standard, aber dass du eben da eben noch eine kurze Unverwundbarkeitsphase hast. Und kannst es so ein bisschen individualisieren, um dann eben auch so einem Challenge-Modus, der ja nach dem Durchspielen dieser 8 Level des Story-Modus oder des Arcade-Modus dir möglicherweise so ein bisschen die Langzeitmotivation noch geben soll. Genau, was wir hier gerade sehen, auch die Zwischensequenz davor, ist aus dem Story-Modus, wo du relativ häufig zwischendurch Sequenzen hast, wo du einfach nur zuschaust und jemand erzählt dir was in einem sehr cheesy 80er-Jahre-Stil. Ich weiß nicht, ob der bewusst so gemacht ist oder ob da einfach quasi die Sprecher und Sprecherinnen auch nicht die besten waren. Ich finde den Story-Modus ein bisschen redundant, offen gesagt, weil das ist halt einmal nett, irgendwie so Einzeiler und ein bisschen dumme Sprüche zwischendurch zu haben. Aber ich habe mich dann schon eher an den Arcade-Modus gehalten. Was da ein bisschen schade ist, du merkst beim Arcade-Modus noch, den haben sie nicht komplett umgebaut. Also du hast dann trotzdem manchmal noch so Sequenzen, wo zwischen Charakteren einfach hin und her gewechselt wird, aber es wird halt einfach nicht mehr gesprochen. Ja. Sodass du denkst, okay, dann nehm das doch irgendwie raus, dass einfach der Spielfluss erhalten bleibt. Aber im Grunde ist einfach das Gelaber und so dann rausgeschnitten. Deswegen für mich der Arcade-Modus trotzdem stärker. Wir sehen hier, das ist der dritte Level des Spiels. Das ist quasi der Vorlauf zu dem, was wir schon aus der Demo kennen, wo man den ersten und dritten Level zusammengebaut hatte. Fand ich in der Demo cool, weil du auch relativ schnell hintereinander zwei Bosskämpfe dann hattest. Hab mir hier dann gedacht, bei dem Abschnitt, den wir eben hatten, so dieses, das Wellblech-Hüttendorf ist schon nicht so der Gipfel der Kreativität. Also spielerisch ist das cool, man läuft da auch gerne durch und ballert rum. Aber ich habe bei manchen Leveln nicht so ganz die Intention verstanden, von wegen, warum soll das jetzt ein cooles Setting für mich gerade sein? Ist es denn, ich glaube, hatten wir das, wo wir es dann die Demo besprochen haben, so in Aussicht gestellt, dass es potenziell ein Remake von Contra 1 ist, oder sind es einfach nur Ideen aus den vergangenen Contra-Spielen? Man hat ja auch schon zum Beispiel den Roboter-Gegner als Super-Probotector gesehen. Ja. Und so ist mehr so ein Amalgam wahrscheinlich. Ne? Genau, das ist. Genau. Ja, also den Eindruck habe ich auch, die versuchen natürlich extrem viel Fanservice reinzupacken. Das ist diese fast schon traditionelle Wasserfalloptik, ne? Dieses, wo es ins Vertikale geht. Mhm. Es gibt die Motorradlevel eben aus Super Protector spätestens. Es gibt diese klassische, dieses Einstiegslevel. Es gibt hier diese Gegner aus Super Protector, die einem tierisch auf den Sack gehen, weil sie einen eben aus dem Bildrand holen. Es ist ganz, ganz viel von dem drin, was man liebt. Es gibt später diese Alien-Levels, die man eben kennt, auch aus Contra 3. Aber, und das ist auch ein bisschen mein Problem gewesen, das Pacing ist teilweise einfach nicht gut. Es gibt extrem Abschnitte, die einfach viel zu lange sind. Ja. Weil wenn man sich wirklich die Originale anschaut, auch Shattered Soldier und auch meinetwegen Contra 3, dann ist das eine Wundertüte, wo du das Gefühl hast, alle paar Minuten wechselt die Richtung, in die man geht, alle paar Minuten passiert irgendwas Neues. Hm. Und so ein Level ist auch nicht immer lang. Natürlich, früher waren die Spiele auch kürzer. Aber jetzt hat man hier teilweise ziemlich lange Level mit einem Rücksetzpunkt, was dann auch schon mir persönlich teilweise auf die Nerven gegangen ist, weil die sehr weit weg manchmal von Bossgegnern liegen. Und dazwischen passiert teilweise stundenlang gefühlt nicht viel, außer du fährst mit dem Motorbike und es kommen immer wieder verschiedene Formationen derselben Feinde rein. Und das einfach mal über 5 Minuten. Das ist jetzt nicht die Speerspitze der Kreativität. Das stimmt. Hier zum Beispiel was, wo ich dachte, ist eine nette Idee, dass du eigentlich verdeckt bist, aber du siehst dich in der Reflexion dieser Kristalle dann trotzdem und kannst so weiter navigieren. Aber es stimmt schon, was du sagst. Ich hatte auch das Gefühl, es klingt ein bisschen albern, weil die Level sind natürlich an sich kurz, fühlen sich dennoch stellenweise lang an. Auch ein paar komische Designentscheidungen, was Bosse angeht. Also wir haben hier offensichtlich Conan, der auftaucht mit Schwert und Schild, wo ich gedacht habe, passt das denn bei Contra rein? Aber dann natürlich auch wieder Highlight-Momente wie das hier, was ich mir einfach mal erlaubt habe, hier mit in das Video zu nehmen, was natürlich super cool ist, weil jeder, der auf dem Super Nintendo das Super Protector gespielt hat, erkennt diesen Dude einfach wieder. Und das ist auch ein Bosskampf, der gut designt ist und Spaß macht. Ich glaube, so in der Rückschau weiß man ja, früher als Kind habe ich es gar nicht so wahrgenommen. Wie, hier ist ja plötzlich Alien, ne? Also die Referenz. Oder dieser Protector, dieser Roboter im Hintergrund. Oh, das ist ja plötzlich Terminator. Mhm. Und ich glaube, genau damit spielen die auch durchaus ab und zu mal selbstironisch, indem dann Conan reinkommt, der Barbar, und es hat plötzlich diese zu irgendwelchen alten Kulturen irgendwie versuchen, noch so eine Story-Referenz aufzubauen. Und es gibt ab und zu mal in den Dialogen auch so
selbstironische Momente, wo die so ein bisschen dieses Ballermänner-Image so ein bisschen aufs Korn nehmen. Nicht so richtig konsequent, immer auf so eine Art und Weise, dass es irgendwie noch in sich geschlossenen Sinn ergeben soll. Warum jetzt plötzlich Conan der Barbar als Legende der Krieger, also was er natürlich nicht ist, irgendwie in diese Story verwoben ist, weil die Contras eine, was auch immer, versuchen, die Story so aufzublähen, aber schon mit ab und zu mit so einem wohldosierten Augenzwinkern. Also nur um das jetzt nochmal zu sagen, das ist selbstredend nicht Conan, ne? Auch wenn Colin das jetzt auch nochmal gesagt hat, das war nur meine Interpretation dieser Figur. Jetzt haben wir viel Kritik auch schon geäußert. Ich finde, es sind auch coole Ideen ansonsten drin, also zum Beispiel, dass du diese Extra-Waffen, die gibt es natürlich alle, diese ikonischen Dinger wie die Spreadgun oder die Homing-Missiles, die kannst du in zwei Stufen aufleveln, das ist auch wirklich eine signifikante Verbesserung. Du kannst diese Extra-Waffen aufgeben, wenn du irgendwas einsammelst, was du gar nicht haben willst, wie den blöden Laser zum Beispiel, dann kannst du den quasi wie sagt man das denn, opfern und kriegst dafür so temporär einen kurzen Bonuseffekt. Das ist eine nette Idee. Und Item Crash fast schon wie bei Castlevania, ne? Genau, sowas kannst du machen. Du hast einen Doppelsprung, du hast charakterspezifische Moves, du hast eben schon mal diesen Dash genannt. Bei den Probotector-Charakteren, also den Robotern, ist es so, dass die zum Beispiel solche Greifhaken haben, um sich irgendwo in die Höhe zu katapultieren. Das sind so individuelle Sachen. Da ist schon noch viel Überlegung reingegangen, das Spiel ein bisschen zu modernisieren und vielfältiger auch zu machen. Und ich finde, es macht auch Spaß. Es ist halt so, finde, dass es nicht ganz so das Potenzial einfach erreicht hat. Du denkst immer so, ach so, hier cool, aber hier hättet ihr was wegtrimmen können, der Level jetzt wieder nicht so geil von den 8 und auch so das Ding von Dings hätte noch besser aussehen können. Es ist so ein typisches, so zwischen einer 7 und einer 8 von 10, wenn man das unbedingt so bewerten. Bin ich voll bei dir. Es macht Spaß, es funktioniert gut, aber vieles merkst du eben, ist auf Strecke programmiert. Es hat teilweise, nervt's auch, weil es, der Schwierigkeitsgrad ist nicht immer dieser gute Schwierigkeitsgrad, wo du das Gefühl hast, aha, der Boss ist so raffiniert, ich muss es noch besser rauskriegen. Teilweise wird viel mit Chaos gearbeitet, wo ich schon dachte, boah, die Leute, die das Ding wirklich mit einem Leben oder mit du bist sofort tot, ab zum Rückzugspunkt durchspielen, die müssen schon hart im Nehmen sein. Und ich kann mich in sowas auch verbeißen. Aber Shattered Soldier beispielsweise ist eben das Musterbeispiel dafür, wo es dir nicht billig erkauft wird zu sterben, sondern wo du mit Learning, also vor allem mit Learning, das gehört bei diesen Spielen nun mal dazu, aber dann auch das präzise Ausführen, es perfekt spielen kannst. Das kannst du hier auch, möglicherweise, aber es im wahrsten Sinne des Wortes, im Kanonenrauch und Gewitter gehen halt mal Schüsse komplett unter und es wird so ein bisschen auf Masse gesetzt und nicht auf eine raffinierte Klasse. Also ich nenne dir nochmal zwei Punkte, die mich konkret gestört haben. Zum Beispiel bei den Bike-Leveln, die sehen spektakulär aus. Also im Rahmen der möglichen. Genau. Nichts spektakulär davon ist nicht Switch-tauglich. Es ist so, ich meine, im Rahmen dessen, weil es eine andere Dynamik nochmal hat als dieses Rumlaufen, aber da wird dann eben dieses Konzept aufgegeben, dass eine Kollision mit einem Gegner dich tötet. So, da fahren diese Gegner dann auch auf Bikes rum und dann fahren die aber plötzlich so einfach aneinander vorbei und du weißt dann in diesen Situationen nicht mehr genau, okay, was ist denn für mich gerade schädlich? Und was kann ich jetzt gerade berühren? Und du kannst es auch nicht verhindern. Plus, dann hast du auch diese Extras natürlich, die fallen dann runter, rauschen aber sofort aus dem Bild, weil du mit diesem Bike da lang schießt. Wenn du Pech hast, sammelst du versehentlich eine Extrawaffe auf, die du gar nicht haben willst. Deine, die du hast, ist sofort dann einfach aus dem Bild raus. Das nicht so gut. Und was du eben beschrieben hast, auch nochmal mit schwierigen Stellen, bin mir relativ sicher, dass der letzte Level nochmal massiv gepatcht werden wird, weil der hat dann solche vertikalen Abschnitte, wo du ganz schnell nach oben kommen musst. Von unten steigt so Säure auf. Dann fällst du einmal rein, du stirbst, du respawnst dann aber so und stehst noch in der Säure, die schon 3 Meter weiter nach oben gestiegen ist. Du stirbst einfach gleich nochmal und das ist am Ende des Levels und dann verlierst du das komplette Continue, wo ich gedacht habe, ey Leute, ihr habt am Anfang des Spiels ist alles noch cool und poliert und so, und dann haut ihr hier so einen letzten Level rein. Das ist einfach echt nicht so gut. Also da kann man noch mal 1, 2 Patches drüber bügeln gerne. Ja, geht gut. Würde man sagen. Nee, habe ich kein Problem mit, aber ist einfach nicht so sauber. Absolut. Ihr macht es mir ein kleines bisschen madig, muss ich jetzt sagen. Also nein, nicht in negativer Hinsicht, aber es sind genauso die Punkte, in der guten, also madig machen. Nee, aber ich hätte mich auch eher drauf gefreut, weil ich genau auch diese Abwechslung bei so Contra oder Run and Gun zu schätzen weiß. Selbst sowas, wenn du in Richtung Alien Soldier gehst, wo es fast nur Bosskämpfe ist. Ich fand es immer diese Wundertüte zu bekommen, was anderes zu machen, gameplay-technisch was zu bekommen. Auch 2,5D habe ich eigentlich auch kein Problem damit, weil es dann für visuelle Abwechslung sorgt. Hier in dem Fall, ich habe schon wieder ein bisschen mehr Bock bekommen, ist ja jetzt schon ein bisschen ein paar Jahre her, aber ich fand Blazing Chrome sehr, sehr gut, als es rausgekommen ist. Ja, aber auch Blazing Chrome war halt so ein netter Runner-Up. Das war, genau. Der auch nicht mehr war. Also aber das muss man schon, also Contra 4, wenn ihr es gespielt habt, vielleicht müsst ihr es nochmal rauskriegen. Ich habe Contra 4 auch gern gespielt, trotz des Verschwindens der Bullets im toten Bereich.
Ja, dann ich konnte damit, also man musste sich halt dran gewöhnen und akzeptieren, aha, es ist kein nahtloser Übergang zwischen den beiden Bildschirmen, sondern es ist da wirklich ein Meter Strecke oder so dazwischen, je nach Skalierung des Levels. Ich finde, damit konnte man arbeiten. Also ich möchte auch, ich glaube, wir alle betrachten das, vor allem ich auch, aus dieser Perspektive jemandes, der eine riesen Erwartung hatte. Ja. Das ist ein tolles Rundum-Paket, es funktioniert gut. Mhm. Es ist mit diesen Perks, ich finde das reizvoll, ich kann mir auch vorstellen, dass man sich da ganz gut verbeißen kann, aber vielleicht der Preis, mit dem das erkauft wurde, ist halt so ein bisschen teilweise die Raffinesse, teilweise das, also du merkst, wenn die noch ein Jahr mehr gehabt hätten und vielleicht ein mehr Konami denen freiere Hand gegeben hätte, dann hätten sie vielleicht ihre Ressourcen ein bisschen umgewandelt. Mhm. So haben sie sich halt Mühe gegeben, ein gutes Rundum-Paket zu bieten, wo jeder selber entscheiden muss, ob das 30 Euro plus irgendwie wert ist. Aber wo die Basis eben nur ein gutes Contra ist und kein sehr gutes oder gar herausragendes. Ja, ohne Discount 40 Euro, wenn man den Anfangsdiscount hat. Das ist schon nicht. Ja, mit Discount ist 36, ohne Discount wird es 40 wahrscheinlich bald sein. Also ich unterschreibe das, was Colin gerade gesagt hat, dass wir jetzt hier auch so kritisch sind, liegt eben daran, dass wir einfach auch große Fans sind und gerne möchten, dass dieses Spiel so gut ist, wie es eben möglich ist. Wenn ihr noch mehr zu Contra sehen wollt, Colin und ich werden uns zu einem Let's Play dann noch zusammenfinden und wir streiten uns da gerade noch drüber, ob wir den Story- oder Arcade-Modus spielen. Wir spielen natürlich den Arcade, damit wir uns dieses unsägliche Story-Geseier nicht geben müssen und damit wertvolle Spielzeit verlieren in der Let's Play-Zeit, die wir haben. Da kommen wir noch mal zusammen, dann kriegt ihr noch einen besseren Eindruck vom Spiel. Und ich würde sagen, wir springen zum nächsten Thema weiter. Das ist noch mal ein ganz bizarres Spiel. Es ist schon im Februar erschienen. Und ich weiß, dass es Gregor am Herzen liegt. Das ist quasi eine Fortsetzung im Geiste. Da darf mich Gregor Herzen gerne, ist relativ, aber können wir gleich noch mal. Ja. Darf mich Gregor gerne korrigieren. Oder ich sag mal, es baut auf den unsäglichen Zelda-Spielen für das Philips CDI und imitiert deren Stil. Und ich habe ganz viele Fragen dazu, Gregor. Zum Beispiel, das kannst du ist das mehr als ein Gag? Und darf man das wirklich für 20 Euro verkaufen, wenn es denn ein Gag ist? Oder ist das ein richtiges Spiel? Weißt du, Nostalgie ist für jeden ein bisschen was anderes. Ne? Und ich weiß, hast du einen Trailer oder sowas, dass die Leute nochmal ein bisschen sehen? Natürlich. Den auch laufen lassen. Nostalgie kann schon ganz komische Auswüchse haben. Und gerade die Zelda-Spiele für das Philips CDI, die sind berühmt-berüchtigt als die schlechtesten Zelda-Spiele. Da gab es drei Stück insgesamt von zwei Side-Scroller, Link, The Faces of Evil und Zelda, The Wand of Gamelon. Bei dem Wand of Gamelon hat man auch Zelda als Hauptcharakter gespielt. Ich glaube, das ist auch dann das direkteste Vorbild, was wir hier in AZ dann mitbekommen. Und ein Top-Down-Action-Adventure mit Zelda. Aber über diese Jahre gab es so ein bisschen eine Legendenbildung über die Spiele. Ich habe die mal auf den CDI auch ausprobiert. Das war fast unspielbar mit dem Controller da. Es gibt tatsächlich Ports auf dem PC, verbesserte Ports, wo du den richtigen Controller benutzen kannst, der so ein bisschen an dem Schwierigkeitsgrad, weil du sehr viel, du hattest limitierte Leben, musstest immer wieder von vorne gefühlt anfangen bei dem CDI. Bei der PC-Portierung wurde das angepasst, dass es spielbarer geworden ist und diese Version habe ich auch durchgespielt. Und eine gewisse Wertschätzung wegen der stumpfen Absurdität, wie man an diese Spiele rangegangen ist, inklusive, das sind keine guten Action-Adventures im Original gewesen, das sind keine guten spielbaren Jump'n'Run-Elemente drin gewesen, also da sieht man, das Vorbild war wahrscheinlich sowas wie Zelda 2 auf dem NES, dass wir versuchen mit so krude gezeichneten Pixel-Animationen, die von Disc auf CDI abgespult werden, mit schlechtem Voice-Acting dann umzusetzen und dadurch, weil die eben so berühmt-berüchtigt gewesen sind, hat sich auch eine Meme-Kultur um die dann aufgebaut und anscheinend war jemand so dann in dieser Meme-Kultur drin, dass man ein richtiges Spiel daraus gemacht ist, was vollkommen in Ordnung ist. Also wenn man diese Nostalgie hat für diese Zeit von Anno Dazumal, das Spiel selber orientiert sich sehr strukturell. Ich habe jetzt so eine Stunde plus ungefähr reingespielt. Ich glaube, der Umfang soll bei 3 bis 4 liegen. 20 Euro bezahlt man dafür. Ich habe auf dem PC gespielt, gibt es aber auch auf anderen Plattformen drauf. Man sieht, dass da teilweise so, wie der Ablauf, wie das Spiel funktioniert und wie die Cutscenes inszeniert sind. Ah, da hat sich jemand ganz genau angeguckt, wie es im Original war. Und jetzt machen wir unsere eigene Version mit Augenzwinkern nochmal dabei. Und auch mit diesem übertriebenen Voice-Acting und auch den Bewegungen, die drin sind. Die Cutscenes, wenn sie die Charaktere sprechen, werden einfach auch als animierte Bewegungen über das Standardbild gelegt. Da gibt es keinen richtigen Hintergrund meist, sondern da freest der Hintergrund und dann kommen die großen animierten Figuren, die dann oh, so und das hier machen und ganz abstrus. Also man hat diesen CDI-Stil von den Spielen schon sehr gut getroffen und auch grundsätzlich als Spiel selber
alles ist so viel, wenn du mit AZ unterwegs bist, die dann das Zelda-Stand-In ist. Die Triforce gibt's da auch, aber die Triforce hat jetzt 4 Teile. Und ist lila, ne? Habe ich im Ist Fall lila, ja, das reicht dann auch, ne? Das ist dann eine Quadra-Force vielleicht, ne? Die du dann musst du diese Steine sammeln und überall über eine World-Map in kleine so Jump-and-Run-Level reingehen, die du, soweit ich jetzt mitbekommen habe, wahrscheinlich aber auch häufig mehrfach machen musst, weil du immer wieder mal, oh, ich finde einen Schlüssel und ich muss in den alten Level rein, jetzt muss ich wieder durch diese 3 Baum-Level durchjumpen, um dann zu einem gewissen Charakter hinzukommen. Dieser Action-Adventure-Aspekt, Metroidvania-Aspekt, der da drin ist, ist auch hier mit dabei. Steuerungstechnisch ist es in Ordnung, du hast keinen Ultra-Aufwand, Sprungtaste und eine Angriffstaste, die du aber auch zum Reden benutzt. Da musst du also Leute mit deinem Schwert slashen und entweder sind sie tot oder du redest mit denen. Je nachdem, wie es passt. Alles natürlich in diesem übertrieben ironischen Stil, der da ist. Du kannst unterschiedliche Schwierigkeitsgrade wählen, was ganz interessant ist. Ich habe auf dem Standard das gemacht. Da ist es so, dass die Gegner keine Energie droppen. Das heißt also, du hast, wenn du dann Bereich anfängst, musst du bis zu einer gewissen Stelle kommen, bis ein Rücksetzpunkt ist. Ansonsten musst du den immer wieder machen, wenn du abkratzt. Und häufig sind auch Gegner mal so aufgestellt, da kommt aus dem Off mal so eine Axt. Ne? Und du musst wissen, beim ersten Mal wirst du die wahrscheinlich noch direkt abkriegen, aber beim zweiten Mal, oh, ich warte lieber, damit ich an dieser Axt vorbei, also Learning by Dying. Es war jetzt nicht ultra schwer am Anfang, aber es ist schon kniffliger, als wenn man den einfacheren Modus einstellt, dass man immer wieder Lebensenergie dazu bekommt. Wenn du nicht in on the joke bist, ne, mhm, und keine Nostalgie dafür hast, grundsätzlich, du wirst viel bessere Metroidvania, sagen wir mal, oder Jump'n'Runs bekommen, wobei sich die Entwickler dahinter Gedanken gemacht haben, dass es auch Spiel so zusammenkommt. Und ich glaube, wenn, also ich werde mich da auch jetzt noch mal länger hinsetzen und das durchzocken, weil so umfangreich ist es ja nicht. Mhm. Aber ich bin mal gespannt zu sehen, wie sie diese ganzen Versatzstücke zusammengebaut haben. Dieser Fake Ganondorf, den sie als Gegner da haben, ist auch komplett abstrus. Und große Wölfe, mit denen du sprichst und so weiter und so fort. Ich habe so ein bisschen diese Nostalgie, weil ich eben auch die Portierung der Originale gespielt habe. Die 20 war es mir jetzt auch wert, um das zu spielen. Ist auch vollkommen solide auf dem PC. Ich kann es nicht dann einfach allen empfehlen, die Zelda mögen, weil du musst schon in dieser Meme-Kultur dabei sein. Schon natürlich wirklich super special, daraus ein Spiel zu machen, weil du holst ja eigentlich niemanden ab, der das nicht kennt und auch sagt, okay, ich habe Bock auf ein Spiel in dem Stil, weil die Zwischensequenzen, das haben die sehr gut imitiert, aber das ist wirklich ungefähr das Hässlichste, was ich an Zwischensequenzen kenne im Spielbereich. Also da kommt echt alles zusammen an. So war das eben in den 90ern, bis da hat jemand überhaupt kein Gespür für Ästhetik und oder auch Sprache gehabt. Also da ist alles schlecht dran. Ihr könnt euch übrigens, wenn ihr zu den Originalen mehr sehen wollt, es gab dann Indie-Tonne mit Nils und Simon, das habe ich kurz nochmal durchgeschaffelt in Vorbereitung auf diesen Game Talk. Es ist wirklich eine Katastrophe, einfach diese Zelda-Spiele. Finde es interessant, es gibt ja schon relativ viele Parallelen. Du hast dieses Triforce, diese Variation eben angesprochen. Nintendo ist normalerweise sehr darauf erpicht, seine Rechte und Marken zu schützen, wenn es um solche Sachen geht, auch Fan-Interpretationen ihrer Spiele. Ich glaube, hier machen sie das nicht, dass sie dagegen vorgehen, weil das würde ja heißen, dass sie überhaupt anerkennen, dass diese Spiele auf dem CDI jemals existiert haben. Ich glaube, Nintendo tut gerne so, als hätte es diese Zelda-Spiele oder auch die Mario-Spiele, die es gab, für das CDI nie gegeben, nur in so einer in so einem alternativen Szenario unserer Realität. Ich würde sagen, wenn ihr dieses Bild jetzt seht und sagt, das möchte ich sofort kaufen, dann wisst ihr Bescheid. Also ich muss schon sagen, ich habe die damals, ich glaube, ich habe einmal einen angezockt irgendwo bei irgendeinem Sammler, weil es mich einfach nie interessiert hat, weil das ja damals schon als absoluter Gurkendreck diese Verballhornung des Zelda-Franchises auf dem CDI wirkten. Ich finde das schon ganz geil. Ich habe auch so ein Trash-Fable. Ja, genau das, weil das ist natürlich so speziell. Und das Entscheidende für mich wäre ja wirklich daran, wenn sich das ganz gut spielt. Also wenn die genau diese, weil da hast du ja keinen Bock drauf. Du hast ja einfach keinen Bock auf rotziges, beschissenes Gameplay, um irgendwie trashige Zwischensequenzen zu erleben. Also da musst du sehr leidensfähig sein. Aber diese Kombination aus einem ganz eigenen, schäbigen Artstyle mit Over-the-Top-Charakteren, aber dann eben genau da vielleicht besser gemacht, wo es nötig war, nämlich beim Gameplay, finde ich, ich finde das nicht reizlos. Ja. Wenn das Dreck der Hölle ist, dann würde ich sagen, oh Gott. Wirklich nur für die leidensfähigen Hardcore-Fans. Aber ich habe ein bisschen Bock bekommen. Aber ich fand den Humor sozusagen den Unfreiwilligen auch damals schon reizvoll. Ja, also es lohnt sich, wenn man die Gelegenheit hat, tatsächlich diese PC-Ports sich mal anzuschauen, weil da merkt man schon, dass da sehr viel, oh, wir können Jump'n'Runs nicht so richtig machen auf dem CDI, vor allem wenn du dann, der Controller war ja auch nicht der geilste. Ich glaube, ich habe es auf irgendeinem Event auch mal mit dieser Fernbedienung ausprobiert, was noch schlimmer war. Aber immerhin gab es noch einen richtigen Controller dafür. Das wurde bei diesen Ports noch mal ein bisschen geschliffen. Hier, ich kann mich jetzt nicht über die Steuerung beschweren. Die ist sehr simpel, springen und angreifen, aber eben, du musst dann schon
so und gucken, wie die Gegner sich bewegen und solche Sachen abschätzen. Also ich glaube nicht, dass die dann bewusst eine schlechtere Steuerung reintun, um dem Original dann mehr zu entsprechen oder was Kollisionsabfrage und solche Sachen angeht. Aber so rein strukturell wird natürlich, weil es auch zum originalen Spiel gehört, ich denke mal mit der Repetition der Level, dass du die immer wieder machen musst, gefühlt, und dann umherwandeln. Ich habe das eine Item bekommen, ich gehe zum alten Level nochmal, oh, ich habe von dem einen Gegner einen Quest gelöst, da kriege ich eine Lampe, jetzt kann ich in die Höhle rein. Das sind ja so grundsätzliche Elemente, die immer funktionieren. Mhm. Und ich hatte meinen Fun, ich bin aber auch so ein Trash-Liebhaber-Nostalgiker und nicht, dass AZ-Trash ist, aber es hat Trash natürlich als Grundlage. Mhm. Also ich würde es mal ausprobieren. Das nächste Let's Play mit Colin Gable auch schon bestätigt wahrscheinlich. Also, du gehst hier mit 4 neuen Let's Plays heute raus, Colin. Also wenn ich noch Wahlen wählen darf, bin ich, wenn es zu einem Entweder-Oder-Konflikt kommt, muss ich sagen, tut mir leid, Bushwhackers, ihr müsst ohne mich auskommen. Aber das finde ich geil. Du würdest AZ wie WWE vorziehen? Ja. Oh, okay. Ja, aber es nimmt es nicht persönlich. Das ist okay. Mich hat das schon sehr angemacht, muss ich zugeben, gerade was ich gesehen habe. Habt ihr noch was zu AZ oder wollen wir weiterspringen? Nö, das können wir gerne machen. Sehr schön, vielen Dank fürs Mitbringen, lieber Gregor. Ich habe noch ein bisschen einen kleinen Mix an Themen für heute vorbereitet. In den letzten Tagen hat Capcom 2 Streams veranstaltet namens Capcom Highlights. Das war teilweise auch so zu Bestandstiteln oder zu Titeln, die schon sehr bekannt sind oder einfach schon häufig gefeatured wurden. Zum Beispiel wurde da jetzt gesagt, Monster Hunter Stories hat einen konkreten Termin bekommen. Also das 3DS-Spiel kommt jetzt noch mal für PC, für PlayStation und Switch raus im Juni. Außerdem am gleichen Termin kommt Teil 2, der bisher nur PC und Switch exklusiv war, auch für die PlayStation. Das ist so schön für Monster Hunter Fans, aber sicherlich jetzt keine super krasse News gewesen. Es gab aber neues Material zu einem Spiel, was sie ursprünglich Mitte letzten Jahres mal angekündigt haben, nämlich Kunitsugami Path of the Goddess, mit dem ich mich vorher gar nicht so beschäftigt hatte. Weiß nicht, ob euch das schon ein Begriff war. Wir können da mal das Video laufen lassen. Ich fand es interessant, weil Capcom das beschreibt als eine Mischung aus Action und Strategie-Spiel. Ja. Und ich habe gleich so ein bisschen irgendwie daran denken müssen, es ist jetzt deren Pikmin, weil komischerweise erinnert mich auch der Look in gewisser Weise daran. Habt ihr euch das schon angeschaut und was haltet ihr davon? So, ist das was euch ansprechen würde? Oh, also ich meine, wir hatten schon mal zumindest den Ankündigungstrailer vor langer Zeit gesehen, was aber nur so den Style gemacht hat. Ich weiß nicht, ob wir da schon Gameplay gesehen haben. Ich war auf den ersten Blick sehr angetan, muss ich sagen, weil ich mag diesen Flow in den Kampfsequenzen, die wir gesehen haben. Das hat ja auch ein bisschen so diesen Okami, so Japan-Art-Design-Look. Das finde ich ja auch eigentlich immer ganz ansprechend. Sobald dann diese Strategiekomponente hinzugekommen ist, war so mein erster Eindruck. Nein, nicht, dass das irgendwie schlecht ist, und ich glaube, das wird sich auch dann ganz fun spielen, aber ich habe schon so leichte Brutal Legend Flashbacks bekommen. Ich habe mir ein bisschen ein anderes Spiel im Kopf ausgemalt, als ich es zuerst gesehen habe, und am Ende hattest du diese Tower Defense Elemente anscheinend, wo man so tagsüber mit den verschiedenen Perioden irgendwie so seine Wachen aufstellt, und dann darfst du am Abend Hack-and-Slay-Action machen, wenn dann Dämonen aus irgendwelchen Toren die ganze Zeit rauskommen. Und da muss ich erstmal gucken, ob das mir dann dementsprechend Spaß macht. Also ich muss noch über so meinen inneren ersten Eindruck von wegen hinwegkommen. Mhm. Weil der Rest sieht cool aus. Also genau, ich finde es stilistisch super interessant. Ansonsten, du hast es schon sehr passend beschrieben, es wirkt ein bisschen, als sei es ein Tower-Defense-Spiel. Also tagsüber rekrutierst und rettest du quasi Dorfbewohner und kannst denen verschiedene Rollen zuweisen, sowas wie Nahkämpfer oder Bogenschütze oder Zauberer, kannst sie dann noch positionieren, und dann vergeht der Tag irgendwann und in der Nacht öffnen sich eben diese Tore und Monster kommen da durch, und dann musst du die quasi besiegen oder halt durch deine Vasallen besiegen lassen. Das ist ein bisschen der Gameplay-Loop, den wir hier haben. Wie das trägt und wie viel Spaß das macht, das kann man tatsächlich noch gar nicht beurteilen. Ich finde, für mich ist es attraktiv durch seinen sehr interessanten Stil, den es hat. Also das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Jetzt auch, wenn du wirklich sagst Pikmin, ja, tatsächlich ein bisschen so diese Kamera raus, und wenn man so taktisch Sachen aufstellt, auch wenn Pikmin ein komplett anderes Spiel natürlich ist. Ja, stimmt. Also es hat natürlich auch strategische Elemente, aber ich finde irgendwie genau die Perspektive auf das Spiel und dieses etwas, du hast das Gefühl, das war mal eine echte Welt so, aber die ist so ein bisschen verfremdet oder so ein bisschen ist da was Übernatürliches oder Unnatürliches noch on top quasi. Aber das war wirklich nur so mein erster Gedanke. Tatsächlich ist das eine andere Art von Spiel. Bin mal gespannt, wie das so ankommen wird, weil das natürlich wahrscheinlich nicht so leicht zu verkaufen ist wie, wir haben hier ein neues Actionspiel mit super krasser Optik, sondern es ist einfach erklärungsbedürftig. Das merkst du auch in der Art und Weise, wie das Video aufgebaut ist, dass sie sich da wirklich viele Minuten Zeit nehmen, das sehr kleinteilig zu erklären.
was man hier macht. Ja. Also auch man kann Dinge reparieren und Vorrichtungen. Einfach das, was eben Tower Defense quasi ist, auch wenn sie diesen Begriff hier vermeiden und nicht verwenden, weil der wahrscheinlich nicht sehr positiv besetzt einfach ist, unbedingt im Spielekontext. Mhm. Ja, bin ich gespannt. Also weil es ist auf jeden Fall interessant, aber genau das auch, was du sagst, dieses Du musst es erklären. Du musst einfach verstehen, was mache ich da und warum macht das Spaß? Weil das finde ich, außerdem dem Look, da bin ich auch voll bei euch, das ist erstmal nicht selbsterklärend. Aber das ist natürlich immer das Problem mit Konzepten, die erstmal neu sind. Das war bei Pikmin damals dann noch deutlich selbsterklärender, als es das erste Mal vorgestellt wurde, weil du irgendwie gedacht hast, ich verstehe, glaube ich, schon, was da gerade passiert. Mhm. Hier ist es für mich eben natürlich auch durch den Stil noch mal doppelt wilder. Aber warum nicht? Also innovative Konzepte sind ja immer gern gesehen. Und auch gerade, wenn große Hersteller sich dran machen, nicht einfach nur Marken zu melken, sondern mal was auszuprobieren, finde ich absolut begrüßenswert. Ja, wenn der Flow sich so gut anfühlt, wie das Material das gerade zu vermitteln scheint, dann hätte ich dann auch nichts dagegen. Ich möchte ungern nur das Gefühl haben, so, ich habe am Anfang einen Fehler gemacht und eine Einheit falsch aufgestellt. Und dann merke ich nach einer halben Stunde, dass ich schon doomed gewesen bin. Mhm. Genau, wir werden es im Auge behalten. Es soll noch dieses Jahr erscheinen. Kommt unter anderem auch in den Game Pass. Das haben sie schon angekündigt. Ansonsten natürlich auch für PlayStation und PC wird es das auch geben, neben der Xbox. Und genau, das war Kunitsugami, Path of the Goddess. Es gab noch eine andere News im Rahmen dieser Capcom Highlight Streams, die für relativ viel Wirbel gesorgt hat, nämlich es ist jetzt schon quasi was von Dragon's Dogma 2 verfügbar. Ich habe da auch ganz kurz was rausgeschnitten, können wir nebenbei mal laufen lassen. Es ist nämlich der Charaktereditor. Also man kann sich jetzt quasi schon seinen Charakter bauen, mit dem man in die Welt von Dragon's Dogma reisen will ab dem 22. Das gibt es schon auf allen Plattformen jetzt quasi zum Runterladen. Könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt und denkt, das mache ich schon mal jetzt, dann spare ich mir später diese paar Stunden, um da jedes Detail einzubauen. Kann man sich da jetzt schon quasi seinen Charakter zusammenbasteln? Seid ihr solche, ich setze mich eine Stunde hin im Charaktereditor und mache die Barthaare? Gar nicht, tatsächlich. Ich auch null. Ja, ich meine so, welches Default-Gesicht ist in Ordnung? Ja. Ich nehme das und dann nehme ich irgendeinen urdeutschen Frauennamen für den Charakter und fertig ist. Mathilda ist unterwegs. Okay. Ja, ich mache mir noch einen Gedanken über einen potenziellen Bart oder irgendwie, ob du noch irgendwo eine Narbe reinballerst. Mhm. Aber es ist dann eigentlich auch Menü 1 bis 3 von 140 touchig und danach ist nur weiter. Ja, stimmt. Aber das habe ich auch bei Ronin übrigens gemacht. Bei Rise of the Ronin gibt es natürlich auch einen komplexen Charaktereditor. Und da habe ich mich dann relativ schnell für eine Figur entschieden. Aber da diese Figur ja eben auch komplett natürlich im Spiel in jeder Sequenz dann zu sehen ist, war das schon ein bisschen bizarr, weil ich mich dafür eher so einen westlichen Look entschieden hatte, der völlig bizarr wirkte, als Teil einer urjapanischen Sippe und Familienbande. Habe ich selber so diesen komischen fremde Moment gehabt, weil es doch sehr story-driven war. Oma hat eine Reise im Sommer gemacht und das erklärt ich einiges. Ich habe eigentlich in den Cutscenes nur darauf gewartet, dass es dann sowas heißt wie, du bist keiner von uns, du bist ja eigentlich nur ein Viertel original Familienclan-Mitglied. Genau, was aber nicht passiert, alle nehmen den genauso ernst, als ob er, ja, aussieht, als ob er Teil der Familie immer dadurch, ist. Also ich konnte ja Dragon's Dogma 2 schon vorab anspielen. Ich meine, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, Cutscenes und sowas natürlich drin, wo du den Charakter aussiehst, aber es ist wieder mehr so ein typischer, ich rede nicht mit in den Cutscenes-Charakter. Hm. Das ist also in den meisten Fällen für mich dann weniger relevant, ob ich den jetzt exakt genauso treffe, als ob er dann nochmal steht und sich irgendwas anguckt, wie eine Kutsche vorbeigeht am Ende. Wenn der jetzt involvierter wäre und du richtig Voice-Acting oder sowas drin hast, würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen. Ist schön, dass sie den Charaktereditor jetzt released haben. Ich glaube, einige Leute waren enttäuscht, weil sie mit einer Demo gerechnet haben. Schon im Vorfeld hatte ich im Internet gelesen, da kommt die Demo raus und so. Okay, ist ein Charaktereditor. So lange ist auch nicht mehr hin. Ja, noch 10 Tage, wo wir das heute aufnehmen, dann geht das los. Wenn es euer Ding ist, dann ladet euch das jetzt schon runter und bastelt eure Figur zusammen. Und das war jetzt nicht alles, was Capcom gezeigt hat, aber wir wollen jetzt auch hier nur einen Ausriss der interessantesten Sachen einmal darstellen. Denn wir wollen auch noch kurz zum Mario Day kommen. Der war nämlich vorgestern, also wegen March 10th. Das wird dann zusammengezogen zu Mario und dann macht Nintendo das jetzt auch, dass sie da ein bisschen drauf eingehen und da was zu veröffentlichen. Es gab ein kurzes Video. Das Highlight daran war, man hat mal wieder Miyamoto sehen können, wie er mit jemandem des Studios darüber spricht, dass in 2 Jahren der nächste Mario-Film kommt. Interessanter, wie dann ganz lapidar am Ende die Termine zweier kommender Switch-Spiele gedroppt werden, nämlich Paper Mario, was wir eben gerade gesehen haben, das GameCube-Remake und Luigi's Mansion 2 HD, also das 3DS-Remake, kommen Ende Mai bzw. Ende
Juni auf die Switch. Und dann hat Nintendo auch bald alle diese Remakes, die sie gerade so in Arbeit haben, rausgeballert. Und sie wollen das wahrscheinlich alles weghaben für, ach so, hier ist ja die Switch 2, guckt mal. Deswegen auch diese beiden Spiele jetzt so relativ kurz hintereinander, was mich überrascht. Ja, die Lücken werden gefüllt eben. Also wir haben ja auch dann immer so gefühlt, immer jeden Monat mal ein Nintendo-Spiel. Und jetzt ist sehr viel im entweder kleineren Bereich mit Princess Peach oder wir hatten das Mario vs. Donkey Kong den Monat davor. Dann kommt jetzt, okay, dann könnte ich auf Paper Mario 2 Remake freuen. Das und so weiter. Ich weiß auch nicht mehr, ob sie dann noch mal, je nachdem, ist alles ja natürlich immer noch Gerüchteküche, wenn tatsächlich die nächste Switch dann erst nächstes Jahr rauskommen sollte und die dann für Ende dieses Jahres geplant war, müsste für mein Gefühl trotzdem noch irgendwas zwischendurch von Nintendo kommen, weil die wollen ja auch nicht im Weihnachtsgeschäft dann sagen, übrigens, jetzt haben wir ein spezielles Tears of the Kingdom Jubiläumspaket, was ihr euch noch mal holen könnt, whatever. Vielleicht mal eine Mini-Konsole, hatten sie lange nicht mehr. Ja, ist die Technik schon so weit für ein N64 Mini, dass sie es rausbringen können? Ich hoffe schon eigentlich. Also ich glaube, sehr zusammengehackt dann der Emulator, damit du das für einen vernünftigen Preis verkaufen kannst. Ja gut, die Emulation auf der Switch ist ja mittlerweile nicht mehr, also die ist ja eigentlich ganz in Ordnung, was N64 und andere Sachen angeht. Aber die kostet halt auch mehr Geld und so eine Mini-Konsole wollen sie für 100 Euro verkaufen. Was ich mir potenziell wünschen würde, wäre, wenn sie tatsächlich so eine Lücke haben und keine großen Ports, Neuankündigungen und sowas dann nochmal zwischendurch kommt und alles für die Switch 2 oder für das nächste Gerät aufgespart wird, mehr GameCube-Spiele, weil wir hatten jetzt mit Pikmin 1 und 2 ja direkte Ports quasi gehabt und auch 3DS wäre cool. Wir haben jetzt dann Luigi's Mansion 2, was so das erste richtig große 3DS-Spiel ist, was auf der Switch umgesetzt wird. Mhm. Ich hätte zum Beispiel voll Bock auf eine Zelda 3DS-Collection auf der Switch zum Beispiel. Oder wenn du sagst, ach, was weiß ich, auch wenn das nicht der Lieblingstitel von Leuten gewesen ist, aber mit Konami haben wir uns geeinigt, The Twin Snakes, Metal Gear Solid. Keine Angst, dann musst du nicht spielen. kommt dann dafür raus. Sowas wird mich reizen, wenn mit sowas nochmal was aufgefüllt wird. Ja, ich finde, also jetzt kommen wir driften jetzt leicht ab, aber ich sag's noch kurz. Wenn man nüchtern mal drauf schaut, mittlerweile gibt's wirklich nur noch sehr wenige GameCube-Spiele, die nicht später schon mal neu und in besserer Form aufgelegt wurden. Eine Handvoll Wii U-Sachen. Ich habe tatsächlich in den Retro-Club nochmal reingeschaut und du hast noch so ein halbes Dutzend ungefähr Sachen, die noch nicht auf die Switch portiert wurden, so von wegen Paper Mario mit dem Farben, das Ding, Xenoblade Chronicles X, Devil's Third. Das braucht kein Mensch. Wenn es jemand noch spielen möchte. Nintendo Land, wobei das ist, glaube ich, nicht umsetzbar ist auf die Switch. Ja, durch die Art. Das wird schwierig. Ja, aber ich meine, das sind ja zwei Spiele, auf die, glaube ich, an vielen vorbeigegangen sind. Ich meine, die Gebrauchtpreise vom Eihonentor sind entsprechend der Sprache. Und natürlich das auch Luigi's Mansion 2 war fantastisch. Also insofern erstmal sehr begrüßenswert. Bügelt da so grob drüber? Also nein, so, wir haben die Spiele hier schon mal vorgestellt. Genau. Deswegen, ja, genau. Mehr so, da kommen die Termine noch. Gut, also, ja, Paper Mario auf dem GameCube, Hammer, gutes Spiel. Ja. Luigi's Mansion heißt auch Luigi's Mansion 2 dann hier. Das war doch mal Dark Moon in den USA. Da weißt du so, die Namen waren irgendwie anders, ne? Es hieß, glaube ich, aber auch Luigi's Mansion 2 Dark Moon oder so. Es hatte, glaube ich, beides, meine ich hier. Aber auch. Ja. Das war schön, ja. Alright, dann sind wir, glaube ich, mit dem Newsblock durch. Ich würde gerne einmal noch mit einem traurigen Thema heute schließen und würde gerne noch mal zurückblicken auf Akira Toriyama, der vor kurzem verstorben ist. Wir haben können ihn einmal hier kurz im Bild noch mal zeigen. Das ist natürlich jemand, der unglaublichen Einfluss auf die Popkultur hatte und auch auf das Thema Gaming. Er ist 68 Jahre alt geworden. Das ist ein Bild hier aus den 80ern, also wo man ihn in den jungen Jahren noch mal sehen kann. Und er ist natürlich der Mr. Dragon Ball unter anderem gewesen. Ohne ihn wird es das gar nicht geben. Jetzt gerade gab es ja erst oder vor kurzer Zeit die Ankündigung dieses 40-jährigen Dragon Ball Jubiläums, wo auch was Neues kommt, wo er mitgewirkt hat. Wir können gerne mal das Video abspielen, was ich dazu noch so grob zusammengehauen habe. Da sieht man ein bisschen was aus Dragon Ball und später auch Beiträge von ihm zum Thema Spielen. Das ist ein Video zu diesem neuen Dragon Ball, was da jetzt gerade erscheinen wird. Und ich war da schon tatsächlich sehr traurig, als ich die News gehört habe, dass er verstorben ist. Weil, klar, ich meine, 68, das ist nicht super alt. Gleichzeitig schafft es einem aber auch so ein Bewusstsein dafür, dass die Leute, die Spiele gemacht haben oder generell Popkultur erschaffen haben, zu der Zeit, als wir auch Kinder waren oder Jugendliche waren und so, ja, diese Menschen sind einfach heute auch schon älter und alt und so. Und es wird so ein bisschen immer häufiger werden, dass die auch versterben. Ich habe jetzt hier keine fundierte Rede dazu vorbereitet. Ich versuche nur gerade so ein bisschen meine Emotionen zu schildern. Es hat mir wieder gezeigt von wegen, ach guck mal, so alt ist man selber schon und so alt sind auch diese Sachen schon, die man früher gespielt hat oder die einem auch viel bedeuten und das dann zu sehen. Also ich fand es schon schade, weil er hat so viele tolle
Kunstwerke erschaffen und hat so einen eigenen Stil auch gehabt, den man auch in den Spielen sieht. Jetzt zum Beispiel kommt hier gleich dann noch Chrono Trigger danach, wo er entscheidend auch mitgewirkt hat. Das darf man oder kann man einfach nicht unterbewerten, was im Toriyama überbewerten heißt das, was ich sagen wollte, was er geschaffen hat. Ja, das würde ich auch sagen. Ich bin wirklich kein Connoisseur und großer Experte von Manga und Anime, aber gerade auch für Games, ne? Also, der hat halt so einen uniken Stil, und das sage ich aus einer Laienperspektive. Andere werden sagen, andere haben das auch hundertprozentig, aber die Figuren eben von Toriyama, die hat man halt immer erkannt. Ob das jetzt Dragon Ball ist, ob das jetzt Blue Dragon war, damals der Xbox-Launch-Titel, ob es Chrono Trigger war. Hm. Irgendwie, das war schon einzigartig und natürlich eben auch in Gaming-Bereiche gehend. Das finde ich auch krass. Also, ist gar keine Frage, weil eben das ist einfach, das sind keine Figuren von der Stange, sondern einfach Toriyama. Und sogar als Laie, man sagt, erkenne ich sofort, zeig mir 10 andere. Ja, für mich war es so, also gerade der Toriyama-Stil, wenn jemand das Wort Manga sagt, dann ist das der Stil, an den ich zurückdenke, weil einfach auch Dragon Ball als Manga so eine große Relevanz für mich hat. Hatte ich damals in der Uni dann quasi angefangen zu lesen und mich so mitgerissen, dass ich dann auch alles durchgelesen habe und dann gemerkt, oh, auch Spiele, die ich mag, so wie Chrono Trigger oder die Dragon Quest-Serie, sind eben auch mit diesem Art-Design gemacht worden. Mhm. Es ist nicht nur das Design an sich, sondern auch Toriyama hat auch so eine Art, nicht nur seine Geschichten zu schreiben mit dem so schelmischen und mit dem Humor, der drin ist, aber dann auch mit Dramatik, wie er es so umsetzen kann. Das spürt man auch in den Artworks jeweils. Bin jetzt auch, als die Nachricht gekommen ist, das, was du ausgeführt hast, Fabian, wir sind mittlerweile in dem Alter, wo so viele Leute, die das, die Kunst geschaffen haben aus unserer Kindheit und Jugend, kommen jetzt in dem Alter, wo dann sie nach und nach versterben. Und ich will nicht sagen, dass es so eine Gewöhnung oder so ist. Es passiert nur eben relativ häufig. Und ich habe bei Toriyama auch wieder gemerkt, das habe ich tatsächlich so ein bisschen mitgenommen. Mhm. Wieder einfach, weil sein Schaffen so eine große Relevanz dann auch für mich hatte in spieltechnischer, Manga-Anime-technischer Hinsicht. Und da bin ich und viele andere auch nicht alleine. Man sieht es einfach, was da enorm dann für Beileidsbekundungen und Tribute in der ganzen Welt gewesen sind. Der war ja auch in Lateinamerika, ist ja super beliebt zum Beispiel, was Dragon Ball angeht. Ich werde auch demnächst dann nochmal mich mit Kollege Wirth zusammensetzen, wir werden noch ein bisschen podcasten dazu, aber ich glaube, das, was man jetzt so als zumindest als Fan mitnehmen kann, ist es, dass viele Leute einfach emotional davon, von der Arbeit berührt wurden und dass wir jetzt sein ganzes Schaffen gerne nochmal ein bisschen mehr feiern können. Ich finde, er hat immer so Welten geschaffen, die man irgendwie Bock hatte, so reinzugehen, weil die so sympathisch waren. Wir haben jetzt eben gerade Chrono Trigger gehabt, hier sehen wir schon Dragon Quest 11. Das ist einfach so eine Fantasy-Welt, wo ich richtig Bock drauf habe und wo ich mich auch, glaube ich, wenn ich die Zeit dazu hätte und nicht nebenbei noch arbeiten müsste und so, ich könnte eine Woche lang mich, glaube ich, hinsetzen und permanent irgendwie Dragon Quest spielen, weil das so eine Welt ist, in der man sich so gerne auffällt. Die Figuren oft so sympathisch und interessant und liebenswert. Also das hat der echt, das konnte der einfach wie kaum jemand sonst. Und das wird im Spielen fehlen in Zukunft, dass Toriyama daran mitgewirkt hat. Ja, der hat natürlich viel auch, der hat sich ein großes Studio aufgebaut und auch viel delegiert in so der Art. Ist. Also du wirst jetzt nicht dann sagen, okay, oh, von Toriyama Sachen entdeckt worden, aber es gibt Leute, die in seinem Stil so das so ein bisschen weiterführen können. Mhm. Bei Dragon Quest kommt natürlich auch dazu, ist der Art-Designer, aber die werden natürlich auch von den anderen Leuten mit Leben gefüllt, klar, inhaltlich, aber die waren auf der gleichen Wellenlänge gefüllt. Mhm. Ne? Wenn dann gewünscht wurde, ey, das soll dieser Charakter sein. Oh, ich glaube, sagt Toriyama, der könnte so aussehen, da könnte dieses Detail dabei sein. Und da gab es immer so einen sehr, sehr guten Rapport dazwischen. Also nicht umsonst ist auch bei Chrono Trigger, finde ich, funktioniert das alles fantastisch. Und das, was wir hier gerade sehen, Dragon Quest XI, ist auch eins der herausragendsten Spiele für mich in den letzten Jahrzehnten gewesen, weil es einfach so ein spielbares Märchen war. So ein riesiges, gigantisches Abenteuer, was einfach Fun gemacht hat. Und das werden wir vermissen. Ich hoffe, dass da zumindest die Arbeit, für die er bei Dragon Quest XII, was ja noch in Arbeit jetzt ist, dann, wie er beauftragt wurde, dass er das noch abgeschlossen hat, dass wir dann nochmal ein Dragon Quest mit seinem Input dann bekommen haben. Und das wäre ein schöner Abschluss. Ja. Apropos schöner Abschluss, das ist auch der Abschluss tatsächlich unserer heutigen Game Talk-Sendung. Wir machen noch kurz ein bisschen den üblichen Blick in die Zukunft und den Rest der Woche. Also was sonst noch so an Spielen erschienen ist, zum Beispiel The Thaumaturge für PC. Das werden wir hier noch vorstellen, tatsächlich in einer der nächsten Folgen. Ansonsten Unicorn Overlord ist noch neu. Da gab es letzten Freitag ein Let's Play bei uns. Könnt ihr reinschauen, sehr schönes taktisches Strategiespiel. Von, sag's kurz, Gregor Atlus. Vanillaware.
Also Atlus gepublished, aber ja. Vanillaware, der Entwickler, unter anderem Odin Sphere, Grim Grimoire, 13 Sentinels und so weiter. Auch kurz in Demo bisher reingeschaut. Ich bin ziemlich angetan, muss ich sagen. Nice. Vielleicht kannst du da nächste Woche auch noch mal ein bisschen mehr hier an der Stelle noch erzählen, wenn du da mehr Zeit noch reingesteckt hast. Ansonsten bei uns im Live-Programm diese Woche natürlich noch die zweite Folge RBTV Home. Auch wir sind da mit dabei, Gregor und ich teilen uns die Gaming-Ecke mit Etienne diese Woche. Ich weiß nicht, Colin, bist du involviert am Donnerstag? Ich bin am Donnerstag nicht involviert. Gut, dann gebe ich dir noch eine Chance. Am Freitag ist nämlich noch Spielejahr. Bist du da involviert? Bin ich ebenfalls nicht involviert. Scheiße, da. Also die wirst du dir beide angucken. Natürlich werde ich mir beide angucken. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin gespannt, was ihr an Themen zelebrieren werdet. Und am Jahr 2007, ich weiß ja nur, einige feiern das Jahr 2007. Mega. Ich habe es gar nicht so präsent. Aber auch nicht so. Aber ganz viele Leute haben mir gesagt, das beste Spielejahr ever. Und wir werden Michael Graf von der GameStar mit dabei haben. Genau, ist wirklich. Ja, ich bin sehr gespannt, weil es auch so das erste richtige Jahr war, wo ich bei Game One mitgearbeitet habe. Und da sind also sehr viele Spiele dabei, die ich auch begleitet habe, sozusagen. Mal sehen, wie dann so der allgemeine Tenor ist. Ich würde noch gern hinweisen für RBTV Home. Fabian hat es erwähnt, wir werden beide ja mit Etienne gemeinsam sitzen. Thema Metroidvania, groß und ganz in vielen verschiedenen Richtungen. Check gerne das Forum nochmal aus. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, werde ich einen kleinen Thread gepostet haben. Wir werden eine Tierliste machen von Metroidvanias. Und da ist die Auswahl so riesig. In Theorie könnten wir hunderte von Metroidvanias dann machen. Und dann kommen wir nur zu 5 insgesamt da. Ihr könntet helfen, da eine kleine Vorauswahl zu treffen, welche Games in diese Tierliste reinkommen, die wir dann besprechen können. Checkt da im Forum den Thread aus und macht gerne mit. Bis Mittwochabend werde ich das dann laufen lassen. Super, vielen Dank dir, Gregor. Und ihr, genau, ihr da draußen, macht da fleißig mit. Ansonsten am Freitag noch ein Segment auch live von der Gamescom LAN, die in Köln stattfindet. Da schicken wir ein paar Leute hin. Ab 18 Uhr könnt ihr da einmal reingucken, was in Köln los ist. Und ansonsten bleibt mir nur der Hinweis, wenn ihr den Game Talk-Markt mögt und uns unterstützen wollt, überlegt euch gerne, in dem Supporters Club beizutreten und uns da zu unterstützen. Da würden wir uns sehr freuen, damit wir auch künftig solche schönen Talks wie heute hier machen können. Ich bedanke mich einmal bei meinen Gästen, im Colin. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier heute mal zu sein. Wir beide widmen uns jetzt gleich Contra. Danach werde ich dir noch schön WWE auch noch andrehen, dass wir da auch noch ein Let's Play machen. Und vielen Dank natürlich auch dir, lieber Gregor. Ja, gern geschehen. Danke für die Einladung. Dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Lasst fleißig Kommentare da und tschüss.